Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen Ausgabe von Physik im Theater. Es ist wundervoll, dass trotz des tollen Sommerwetters so viele von Ihnen den Weg hier ins große Haus gefunden haben. Wir haben ein ganz spannendes Thema heute Abend, Experimentieren mit den kältesten Objekten im Universum. Es geht dabei um Grundlagenforschung, aber auch Anwendungen im Bereich der Quantenphysik. Im Zentrum stehen Untersuchungen von sogenannten ultrakalten Quantengasen, nämlich diese berühmten kältesten Objekte im Universum, auf sogenannten optischen Gittern. Das sind künstliche Kristalle, die mit Hilfe von Laserwellen hergestellt werden. Und in diesen Kristallen können einzelne Atome oder Moleküle eingefangen werden, ohne dass man andere Kräfte auf sie ausübt. Und damit ist es möglich, verschiedenste Untersuchungen durchzuführen. Einerseits können Materialeigenschaften von Vielteilchensystemen studiert werden, wie zum Beispiel deren Leitfähigkeit oder Phänomene wie die Supraleitung. Dies natürlich gilt besser zu verstehen. Man kann hochpräzise Spektroskopie an einzelnen Atomen oder Molekülen durchführen und man kann Fragen der Quanteninformation beantworten, nämlich zum Beispiel, wie speichere ich Quanteninformationen und wie übertrage ich sie von einem Ort zum anderen. All das sind Themen, mit denen sich Herr Bloch mit seiner Gruppe befasst und die heute Abend auch Thema dieses Vortrags sein werden. Besondere Beachtung fanden die frühen Arbeiten von Emanuel Bloch mit Hilfe des sogenannten Münchner Atomlasers, als es erstmals gelang, ausgehend von einem Bose-Einstein-Kondensat einen kontinuierlichen Strahl kohärenter Materiewellen herzustellen. Die Physikbetuchten unter Ihnen werden wissen, dass in der Quantenmechanik auch Teilchen Wellencharakter annehmen können, je nachdem, welche Experimente man an diesen Teilchen durchführt. Und kohärente Materiewellen sind von besonderer Bedeutung zur Durchführung von Experimenten in der Quantenoptik. Ebenso bahnbrechend waren wenig später Arbeiten, in denen Vielteilchensysteme auf optischen Gittern durch Phasenübergänge gesteuert wurden. Phasenübergänge zum Beispiel von einem supraleitenden, suprafluiden Zustand in einen Isolatorzustand. Das war eine Publikation, die heute noch zu den meist zitierten Arbeiten im ganzen Bereich der Atom- und Molekülphysik zählt. Emanuel Bloch studierte Physik in Bonn, an der Universität Bonn, bis zum Diplom. Dann ging er für ein Jahr zunächst an die Universität in Stanford in den USA, kam dann zurück nach Deutschland und begann seine Promotion am Lehrstuhl von Theodor Hensch an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, hat sich im Jahr 2000 dort promoviert mit höchstem Lob, mit höchster Auszeichnung auf einem Thema im Bereich der Bose-Einstein-Kondensation. Und während man üblicherweise dann auf die Wanderjahre geht und mehrere Assistenzstellen im Ausland annimmt, blieb er in München, hat weiter geforscht in der gleichen Arbeitsgruppe von Herrn Hensch, sowohl an der Universität als auch am Max-Planck-Institut für Quantenoptik. Und der Grund liegt auf der Hand, das war damals die weltbeste Gruppe auf diesem Gebiet mit Abstand. Und der Leiter der Gruppe, Herr Hensch, wurde dann 2005 auch mit dem Nobelpreis ausgezeichnet für genau die Arbeiten an Bose-Einstein-Kondensationen, an denen Herr Bloch damals dann auch beteiligt war, und zwar maßgeblich mit beteiligt war. 2003 wurde Emanuel Bloch im Alter von nur 30 Jahren zum vollen Professor, Lehrstuhlinhaber an dieser Universität in Mainz berufen, an der Hannes-Gutenberg-Universität, hat hier eine Gruppe aufgebaut im Bereich der Quantenoptik. Und als ich 3 Jahre später von den USA zurück nach Deutschland kam, um ebenfalls in Mainz meine Tätigkeit aufzunehmen, war die Gruppe Bloch, war sozusagen das Aushängeschild der Universität. Es gibt ganz viele andere tolle Arbeitsgruppen, aber dass da so ein Jungstar war, der so früh in seiner Karriere weltweites Ansehen schon genoss, das war ganz außergewöhnlich. Leider waren wir nicht die Einzigen, die das mitbekommen haben. Er wurde dann 2008 zurückberufen nach München ans Max-Planck-Institut als Direktor an dem gleichen Institut, wo er promoviert hatte, und hat 2009 dann den Lehrstuhl von seinem Doktorvater quasi übernommen, ist jetzt seit 2009 Lehrstuhlinhaber auch an der Universität in München. Emanuel Bloch hat
unglaublich viele Preise. Ich sage das ja ganz oft, dass unsere Sprecher viele Preise haben. Das stimmt auch immer. Aber die Liste seiner Preise ist wirklich beeindruckend lang. Und ich will deshalb wirklich nur die allerwichtigsten erwähnen. Er hat den wichtigsten deutschen Forschungspreis erhalten. Das ist der Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Wirklich nur ganz wenige Preisträger jedes Jahr. Er hat den Körberpreis der europäischen Wissenschaften erhalten und er ist Träger des Bundesverdienstordens. Er ist ebenso Mitglied der Nationalen Deutschen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und er ist seit einem Jahr in München jetzt auch Sprecher eines Exzellenzclusters mit dem Titel Münchner Zentrum für Quanteninformation und Quantentechnologie, also genau das Thema, mit dem er uns heute hier in seinem Vortrag erfreuen wird. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei diesem sicherlich sehr spannenden Vortrag und begrüßen Sie Immanuel Bloch. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Matthias, für die freundliche Einführung. Ich finde es ganz toll. Ich habe gar nicht mit so vielen Leuten an diesem schönen Sommerabend gerechnet. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, was zu lernen über unsere Forschung an ultrakalten Atomen. Ich verspreche, ich mache es kühl heute Abend. Das ist ganz angenehm. Sie sehen, ich habe mir schon das Jackett mal ausgezogen, vorsorglich. Und gleich an die Arbeit zu gehen und Ihnen dieses Thema dann hoffentlich näher zu bringen, worum es geht. Es sind nämlich zwei verschiedene Geschichten, die miteinander verwoben sind. Eine, die bis auf Einstein zurückgeht, Albert Einstein, das ist immer gut in der Physik, und die andere, ein bisschen modernere Geschichte, woran wir heute arbeiten, an aktuellen Themen in der Forschung. Ich möchte anfangen, ein bisschen Ihnen mit einer Motivation, warum wir überhaupt an diesen Sachen arbeiten heutzutage, nicht nur wir, sondern viele andere Kollegen hier auch in Mainz, viele Firmen mittlerweile weltweit auch. Und dann möchte ich Ihnen ein bisschen mehr diesen speziellen Weg zeigen, den wir gehen, um Materie zu untersuchen mit diesen ultrakalten Atomen und was für neue Untersuchungsmethoden wir zur Verfügung haben, um diese Materie und uns anzuschauen und am Ende Ihnen ein paar Anwendungen auch neben den Grundlagenforschungsaspekten aufzuzeigen. Wenn wir in die Physik schauen heute, gibt es eigentlich, sagen wir mal, zwei Trends. Ja, Sie haben auf einer Seite die Elementarteilchenphysik, die der Matthias Neubert hier macht, wo sie versuchen, neue Gesetze herauszufinden, gucken immer in immer kleinere Strukturen rein. Sie probieren praktisch mit den Beschleunigern immer bessere Mikroskope zu bauen, mit der sie immer genauer, immer kleinere Strukturen auflösen können und die Gesetzmäßigkeiten, neue Gesetzmäßigkeiten zwischen den elementaren Teilchen zu finden. Dem Feld, was ich heute Ihnen näher bringen kann, geht in eine ganz andere Richtung. Wir kennen eigentlich all die Gesetze, nach denen die Teilchen sich miteinander wechselwirken, aber es ist eben eine Herausforderung, genau vorauszusagen, was passiert eigentlich dann, wenn viele Teilchen, deswegen kommt auch oft dieser Begriff Vielteilchensysteme, miteinander wechselwirken, nach Gesetzmäßigkeiten, die wir alle kennen, was ergibt sich dann für ein kollektives Verhalten? Das heißt, was für Materialeigenschaften ergeben sich dann zum Beispiel in bestimmten Materialien? Werden das Magnete, werden das Metalle, werden das vielleicht sogar Supraleiter, die den Strom reibungslos leiten können? All diese Fragen spielen eine wichtige Rolle und die möchten wir erforschen. Ja? Die möchten wir besser verstehen in sehr kontrollierten Systemen, um damit sozusagen auch ein neues Kapitel im Gebiet der Quantentechnologien aufzuschlagen, Quantenrechner zu bauen, Quantensimulatoren, neue Messtechniken und Sensoren zu entwickeln auf der Basis dieses Verständnisses. Das ist unser Ziel und wir gehen das an in meiner Arbeitsgruppe von diesem Grundlagenaspekt her, um eben zu verstehen, wie viele Teilchen zusammenspielen. Sie können es sich vielleicht so vorstellen, ich sage immer als kleine Analogie, wenn Sie so einen Haufen Menschen zusammenpacken und die Sozialregeln sind mehr oder weniger eigentlich bekannt, trotzdem ist es verdammt schwierig zu sagen, wie diese Gruppe von Menschen sich am Ende verhalten wird. Und genauso ist es bei diesen Atomen auch. Und da sind die Gesetzmäßigkeiten noch viel genauer festgelegt als im Sozialverhalten zwischen Menschen. Warum ist es eigentlich so schwierig? Warum können wir, eigentlich tun wir uns so schwer, vorauszusagen, wenn wir diese Gesetzmäßigkeiten kennen, wie sich Materialien verhalten? Und dazu möchte ich einen Blick darauf die Quantenphysik werfen und zeigen, was das ganze Thema so komplex macht.
Und dazu bitte ich Sie, sich vorzustellen, wir würden sozusagen die ultimative Festplatte bauen in Ihrem Rechner, wo jedes Bit an Information in zum Beispiel einem einzelnen Atom abgespeichert ist. Dieses Atom ist wie ein kleiner Magnet, der kann Nord-Nord- und Südpol, kann also so stehen oder andersrum stehen. Das zeigen wir durch diese Pfeile oft an, die sozusagen die Spin-Ausrichtung, diese magnetische Ausrichtung dieser kleinen Elementarmagneten angeben. Und das könnten jetzt einzelne Atome sein, die wir aufreihen. Und jetzt sind die zum Beispiel, zeigen alle nach oben, dann wäre das alle Informationen im Nullzustand oder alle sind auf 1 gesetzt, wie hier. Oder Sie haben eben irgendwas abgespeichert auf Ihrer Festplatte und dann sieht die Festplatte eben so aus in der Information. Ja. Das Besondere in der Quantenphysik ist, dass es in der Quantenphysik nicht entweder oder gibt, sondern wir können Zustände gleichzeitig annehmen. Materie kann sich in verschiedenen dieser Konfigurationen gleichzeitig befinden. Das heißt, wenn wir ein quantenmechanisches System betrachten aus vielen Teilchen, zum Beispiel diesen vielen Atomen, dann schreiben wir das immer gerne hin mit diesem Psi, das wird ab und zu nochmal auftauchen. Psi, das ist das Zeichen für diesen quantenmechanischen Zustand in der Quantenphysik. Das kann generell eine Überlagerung von verschiedenen Konfigurationen sein. Das heißt, wenn wir das so hinschreiben, ist das System gleichzeitig in diesen verschiedenen Konfigurationen vorhanden. Wie wahrscheinlich die einzelnen Konfigurationen sind, das bestimmen diese Zahlen, die wir hier haben. Und wenn wir also zum Beispiel n Teilchen haben, dann können wir uns fragen, wie viele Konfigurationen gibt es. Dann sehen wir, das sind 2 hoch n Konfigurationen, also schon mal sehr, sehr viele exponentiell anwachsende Konfigurationen, die ich habe. Und allein um diesen Zustand nur abzuspeichern auf einem Rechner, allein um auf einem Rechner nur abzuspeichern, in welchem Zustand sich ein quantenmechanisches System befindet, muss ich all diese Zahlen abspeichern können, die eben die Wahrscheinlichkeiten dieser verschiedenen Zustände angeben. Und das alleine kann schon schwierig sein, wenn das so viele Zahlen sind. Ich will Ihnen das mal an einem Beispiel zeigen, dass wir da sehr schnell eben außerhalb der Reichweite der besten Rechner eben auch heute kommen, die wir haben. Stellen wir uns vor, wir wollen das Problem wirklich auf einem Supercomputer angehen. Ja? Und das ist jetzt nicht mehr ein aktueller, aber es ist ganz egal, es spielt eigentlich nur eine Rolle, sozusagen, das werden Sie sehen, dass selbst die Besten heute würden auch nicht viel besser sein als dieser Roadrunner in Los Alamos mit seinen 2000 Tonnen Gewicht, 1,1 Petaflop, 3,9 Megawatt Energieverbrauch. Und dieser Rechner würde sich also schon schwer tun, mit nur 40 Teilchen, 40 dieser Elementarmagnete, diese Zustände überhaupt abzuspeichern. Und dann haben wir noch gar keine Rechnungen überhaupt gemacht. Das Ganze wird eben schwieriger, weil wir sehen, dass wenn wir sozusagen nur ein Teilchen mehr reinstecken wollen und das dann abspeichern wollen, dann brauche ich die doppelte Rechenkapazität, die doppelte Speicherleistung in diesem Rechner, um das zu tun. Und dann, wenn wieder eins dazu tun wollen, wieder doppelt so viel. Und das zeigt, dass dieses Wachstum, es ist wie dieses Reiskorn auf dem Schachbrett, was Sie schon gehört haben, ne, wenn man auf dem Reiskorn einem anfängt und immer verdoppelt, dann kommt man am Ende bei einer riesigen Menge Reiskörner an, am Ende auf dem Schachbrett, zeigt dieses exponentielle Wachstum. Und das ist eben so, dass selbst zum Beispiel für nur eine moderate Zahl von 300 Teilchen, wenn wir berechnen wollen, was die machen, müsste ich eine Speicherkapazität haben, die die Anzahl der Protonen im ganzen Universum heutzutage übersteigt, also die wir schätzen können. Ja. Das zeigt, dass das Problem schwierig ist auf klassischen Rechnern und dass wir uns andere Methoden vornehmen müssen, um das Problem zu lösen. Und wir bauen da auf Vorarbeiten in der Quantenphysik mit einzelnen Atomen und Ionen und Photonen von zum Beispiel diesen Nobelpreisträgern Dave Wineland und Serge Roche, die sich damit intensiv auseinandergesetzt haben und probieren Ideen umzusetzen von einem anderen Nobelpreisträger, Richard Feynman, den Sie vielleicht schon mal gehört haben, einer der Universalgenies in der Physik eigentlich, der schon sehr früh erkannt hatte, auf klassischen Rechnern können wir diese Probleme nicht knacken und deswegen sollten wir besser Quantenrechner oder Quantensimulatoren bauen, die eben speziell solche Probleme effizient anschauen lassen. Und es gibt eben heute weltweite Anstrengungen, das zu tun in verschiedensten Systemen, mit Ionenfallen, mit supraleitenden Systemen, wie Google und IBM das zum Beispiel probieren. Ich will Ihnen heute ein bisschen mehr über die kalten Atome erzählen. Aber dieser Ionenansatz, das möchte ich noch hervorheben, der wird hier auch in Mainz ganz vor Ihrer Haustür gemacht. Da werden nämlich die ersten Quantenrechner mit Ionenfallen gebaut in der Gruppe von dem Ferdinand Schmidt-Kahler, wo sozusagen diese Ionen, diese geladenen Atome gefangen werden in diesen mikrostrukturierten Elektroden im Vakuum und dann kontrolliert in Wechselwirkung gebracht werden, um solche Probleme auch zu lösen. Ja.
Das ist ein bisschen als Motivation. Jetzt kommt der zweite Teil. Wir kommen wieder auf diesen Teil der Geschichte zurück, wie wir das am Ende realisieren werden. Jetzt kommt der andere Teil der Geschichte über die ultrakalten Quantengase, die wir dann am Ende vereinigen werden. Und die beginnt eben, wie viele gute Geschichten in der Physik, mit Albert Einstein, mit einer Arbeit 1925, die er geschrieben hat in der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Damals war sagen noch die vornehmliche, war das eine der wichtigsten Zeitschriften in der Physik, man hat auf Deutsch publiziert, und in der Tat baut die Arbeit von Albert Einstein auf eine Arbeit von einem jungen indischen Physiker, Satyendranath Bose, der Einstein seine Arbeit geschickt hat mit der Bitte um Kommentierung und Übersetzung ins Deutsche, damit er das publizieren konnte. Die Arbeit ist dann auch veröffentlicht worden, und Einstein hat aber gesehen, das war so revolutionär, was dieser junge indische Physiker da entwickelt hatte, dass er daraufgehend seine weitere Theorie entwickelt hat. Und wir werden sehen, das liest sich erstmal nicht so spannend, Quantentheorie des einatomigen idealen Gases, aber ich werde Ihnen probieren näher zu bringen, was daran so spannend ist und warum wir es da mit einer ganz neuen Materieform zu tun haben und warum die so interessant ist für uns Physiker. Die wurde in ihrer Reinform 70 Jahre später, nach der Voraussage 1995, zum ersten Mal realisiert im Experiment von diesen drei Herren, Eric Cornell, Carl Wieman und Wolfgang Ketterle, die dafür nur wenige Jahre später auch mit dem Nobelpreis in Physik ausgezeichnet worden sind. Das gibt es also auch ganz selten. Und ich habe mal ein bisschen sozusagen hier aus dem Laborbuchauszug von dem Wolfgang Ketterle, seiner Arbeitsgruppe, ein Blatt kopiert, ihn, um so zu zeigen, wie das geht. Heute geht das natürlich alles elektronisch, alles Wikipedia oder Tablets wird das eingetragen. Das war 1995, da wurde noch mit dem Kugelschreiber ins Laborbuch eingetragen. Und da sieht man also, was die machen. Die schreiben also oft immer die Uhrzeit hin, 5.54 Uhr, 5.59 Uhr, schreiben, was sie geändert haben an den Parametern. Und dann passiert also hier das Besondere, ganz Aufregende für die Physiker, um 6.04 Uhr Bose-Einstein-Kondensat, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ja. Zweiter Punkt noch dabei, den ich auch noch vielleicht erwähnen sollte, die Uhrzeiten sind interessant. Das ist nämlich nicht 6 Uhr abends, sondern 6 Uhr morgens. Das heißt, die haben die ganze Nacht eigentlich durchgearbeitet. Die waren so aufgeregt durch diese Möglichkeit, wirklich was ganz Neues zu sehen, dass das sozusagen jeglichen Schlaf vertreibt und man die ganze Nacht durcharbeiten kann, um dann dieses Ergebnis zu produzieren. Ich möchte auch noch an eine Kollegin erinnern, die leider viel zu früh verstorben ist, die große Pionierleistung auf dem Gebiet der ultrakalten Quantengase mitgetragen hat, nämlich Deborah Gin, die genau das, was wir für die Bosonen lernen werden, dann für fermionische Teilchen gemacht hat und leider eben viel zu früh, 2016, schon verstorben ist. Es geht generell um die Frage, was ist eigentlich Materie? Wenn wir in so ein Material reinschauen, zum Beispiel hier ein Kristall von Schwefelatomen, die ein weiterer Nobelpreisträger aufgenommen hat, der Gerd Binnig, als er in München sein Rastertunnelmikroskopverfahren entwickelt hat, um mikroskopische Strukturen von Materie aufzulösen, sieht man hier diese Schwefelatome in diesem wunderschönen Kristallgitter. Jeder dieser Punkte ist eines dieser Atome, die sich als wunderschöner Kristall auf dem Festkörper anordnen. Und wenn wir das anschauen, dann denken wir erstmal, naja, okay, jedes dieser Punkte ist wie so ein Ball und die ordnen sich halt wie so kristallgitterförmig auf dieser Oberfläche an. Und dann kommt eben die revolutionäre Idee der Quantenmechanik rein. Nein, Materie sind eben nicht diese klassischen ballförmigen Teilchen, so wie wir sie uns vorstellen, sondern Materie verhält sich wie Wellen. Und das werde ich Ihnen, das ist ein großes Thema des Vortrags, was ich Ihnen viele Beispiele zeigen werde. Die wurde zum ersten Mal von Louis-Victor de Broglie in seiner Promotion ausgearbeitet und dann natürlich von dem berühmten Erwin Schrödinger weitergeführt, der die Gleichungen aufgestellt hat, wie diese Wellen sich ausbreiten, wie wir berechnen können, was diese Materiewellen eigentlich machen. Gehen wir zurück auf die de Broglie-Arbeit, dann sehen wir diese Welle. Wellen, zeige ich gleich noch, zeichnen sich zum Beispiel durch ihre Wellenlänge aus, zum Beispiel dann den Abstand, in dem zwei Wellenberge aufeinander folgen. Diese Wellenlänge, die ist also umso kleiner, je größer die Geschwindigkeit der Teilchen ist, und je größer die Masse, oder umgekehrt, wird diese Wellenlänge besonders groß, und das macht es dann interessant für uns, wenn die Teilchen sehr langsam sind oder sehr leicht sind. Ja.
Genau, da haben wir nochmal die Wellen. Was macht also so Wellenphänomene aus? Können Sie jetzt, ist egal, an was für eine Welle Sie denken, ob eine Wasserwelle, Lichtwelle, Materiewellen, die wir hier diskutieren, all haben diese gleichen ähnlichen Eigenschaften. Wir haben also periodische Vorgänge in Ort und Zeit. Der Abstand im Ort von zwei Wellenbergen, das gibt uns die Wellenlänge an. Und wie schnell zwei Wellenberge aufeinander abfolgen, das gibt uns die Frequenz oder die Periodizität dieser Welle an. Und wenn wir Wellen haben, dann wissen wir auch, dann können die ganz interessante Eigenschaften haben. Denn was so normalerweise für so einen Haufen Sand gilt, Sand plus Sand ist doppelt so viel Sand, das muss für Materiewellen nicht mehr gelten. Denn für Wellen kommt es darauf an, ob die Wellen sich verstärken oder auslöschen, je nachdem, wie wir die überlagern. Stellen Sie sich vor, wir haben eine Wasserwelle hier, nehmen wir einfach mal eine Wasserwelle, aber alles, was ich sage, können Sie übertragen eben auf alle anderen Wellenformen auch. Und wir addieren noch eine Wasserwelle dazu, aber wir addieren das so dazu, dass dieser Wellenberg auf einen Wellenberg trifft und Wellental auf Wellental. Und dann passiert, was Sie sich eigentlich auch vorstellen, dann wird die Welle einfach stärker. Und dann ist die Welle einfach stärker geworden, die Amplitude dieser Welle ist größer geworden und wir nennen das Interferenz, konstruktive Interferenz, die verstärkt sich die Welle. Umgekehrt, wenn Wellenberg auf dieses Wellental hier trifft, dieses Minimum hier, dann kann es passieren, dass diese Welle sich komplett auslöscht. Ja, und das ist was, was eben besonders ist für Wellen. Das nennen wir dann destruktive Interferenz, weil jetzt sozusagen diese Wellen irgendwie verschwinden, ja, im Raum und am Ende nur noch völliger Stillstand vorherrscht. Das ist was, was Sie alle benutzt haben oder bestimmt vielleicht benutzen, wenn Sie diese Noise-Canceling-Headphones aufsetzen. Ja? Und Sie fragen sich, wie macht er das eigentlich, dass sozusagen das Umgebungsgeräusch rausgefiltert wird? Er macht genau das, der Kopfhörer mit den Schallwellen. Der nimmt nämlich auf über ein Mikrofon außen den Schall, den Rauschschall, den Sie auslöschen wollen, und sendet eine entgegengesetzte Schallwelle eben genau hier 180 Grad außer Phase, wie hier gezeigt, auf Ihr Ohr, sodass an Ihrem Ohr, am Punkt Ihres Ohrs, diese Schallwellen sich auslöschen und dann völliger Stillstand, also völlige Ruhe herrscht. Damit ist die Umgebungsgeräusche völlig ausgeblendet. Ja. Genauso macht der Noise-Canceling-Kopfhörer das genau das Gleiche. Ich möchte Ihnen ein paar schöne Beispiele zeigen für Wellen, damit wir uns ein bisschen vertrauter machen mit diesen doch verrückten Objekten. Und dazu gehe ich mal kurz raus aus der Präsentation und öffne dieses hübsche Programm Ripple Tank. Das gibt es für einen Mac, es gibt bestimmt auch ähnliche Programme für den PC. Und da kann man sich anschauen, wie so Wellen sich ausbreiten. Und wie gesagt, es könnten jetzt Wasserwellen sein. Nehmen wir an, Sie tippen Ihren Finger am See immer periodisch auf und ab ins Wasser, dann ist so, sieht die Wasserwelle so aus, die dann ausläuft von Ihrem Finger. Aber es könnten auch Lichtwellen sein, Schallwellen oder unsere Quantenwellen, diese Materiewellen, die wir haben. Wenn wir das mit zwei Wellen machen, zwei Quellen, die wir aussenden, dann sehen wir schon dieses Phänomen der Interferenz. Jetzt haben wir also zwei Orte, an denen wir die Finger reinstecken und immer auf, hoch und runter wackeln und sozusagen erzeugen die Wellen. Und dann sehen wir, gibt es an bestimmten Orten konstruktive Interferenz, nämlich da, wo die Wellen sich verstärken. Und an anderen Orten sehen Sie es völlige Ruhe. Da ist also gerade der Punkt, wo diese Wellen destruktiv interferieren und sie destruktive Interferenz haben. Wir können das mit einem Array von einer ganzen Anordnung von Antennen machen. Und das erklärt uns zum Beispiel, vielleicht haben Sie sich schon mal gefragt, warum hat mein Wireless-Router eigentlich zu Hause so viele Antennen? Wozu sind die eigentlich gut? Ja? Und das können Sie jetzt hier sehen, wozu der Wireless-Router die benutzen kann. Hier haben wir praktisch viele Antennen aneinander aufgereiht, die von hier bis hier gehen. Könnten zum Beispiel fünf Antennen sein, die hier da sind und die wir sozusagen ansteuern können mit bestimmten Phasen. Also jeder dieser Antennen wird in einer anderen Reihenfolge angetippt, aber der gleichen Frequenz. Und die abgestrahlte Welle, die dann ausgeht von diesen Antennen, sehen Sie hier. Und was man machen kann, sehen Sie jetzt, hier ist mehr destruktive Interferenz, aber hier, wo hell ist, da gibt es offensichtlich Bereiche, wo diese Welle, in dem Fall eine elektromagnetische Welle, besonders stark ist. Das Tolle an dem Ding ist, Sie können ohne irgendwas mechanisch zu ändern, nur wenn Sie diese sagen Reihenfolge, wie Sie diese antippen, diese Antennen ändern, können Sie die Richtung ändern, wohin diese Welle verstärkt abgestrahlt wird. Jetzt können Sie zum Beispiel einfach diese verstärkte Interferenz in diese Richtung haben und das ist genau, was Ihr Wireless-Router macht. Der guckt nämlich gerade, wo sind Sie mit Ihrem Empfangsgerät
und der steuert die Antennen dann genauso an, dass die maximale Sendeleistung zu Ihnen geschickt wird und eben nicht zu unnötigen Orten im Raum, wo sich niemand gerade aufhält. Ne? So können Sie das sehr schön ausnutzen, diese Interferenzphänomene, um effizient elektromagnetische Wellen anzusteuern. Das Programm ist ganz toll, ich will Ihnen vielleicht nur ein paar Beispiele noch zeigen hier. Sie können, ich muss mal gucken jetzt, dass ich es noch finde, ich werde immer kurzsichtiger mit dem Alter. Da muss ich mal schauen. Ja, das ist, kommt leider unweigerlich. Also Sie können, hier den Sonic Boom wollte ich noch, Sie können den Überschallkegel sich zeigen lassen, wie das funktioniert, so ein Überschallknall von einem Flugzeug, dann können Sie sich eine Fata Morgana mal erklären lassen, zeigen, wie die funktioniert, wenn so Temperaturgradienten in der Luft vorliegen. Also ich kann Ihnen nur empfehlen, mit dem Programm oder ähnlichem Programm für den PCs, sich einfach mal runterzuladen und damit zu spielen und wirklich eine Idee zu bekommen, wie diese Wellen sich ausbreiten und warum die so anders sind als Teilchen. Okay, gehen wir zurück zum Vortrag. Jetzt haben wir ein bisschen gelernt über diese Wellen. Jetzt wollen wir aber verstehen, warum spielen diese Materiewellen normalerweise für uns in unserer Umgebung keine Rolle. Wenn wir jetzt in den Raum reinschauen, jeder von uns, würden Sie jetzt nicht sagen, ist eine Welle, sondern wir sehen irgendwie doch ziemlich diskret aus, zum Glück. Und die Frage ist sozusagen, wann können wir diesen Wellencharakter eigentlich wahrnehmen? Und das hängt jetzt damit ab, davon ab, wie diese Wellenlänge der Welle, also der Abstand zwischen zwei Maxima zum Beispiel, wie der sich verhält mit den Objekten, mit denen diese Welle wechselwirkt. Zum Beispiel, wenn ich diesen Laserpointer nehme, der eine elektromagnetische Welle, das Licht aussendet, hier rüber sieht das aus wie ein gerader Strahl. Da sehen wir erstmal nichts von der Welle. Wenn ich den durch die Tür schicke, breitet sich das geradlinig aus. Wenn ich hier in der Ecke bin, sehe ich nichts von dem Laserstrahl. Aber erstaunlicherweise, wenn Sie zum Beispiel Schallwellen sich anschauen und Sie stehen hier in der Ecke, obwohl Sie keine direkte Sichtverbindung zum Redner haben, der hier drüben steht, würden Sie den Redner hören. Und das hängt jetzt damit zusammen, dass jetzt die Schallwelle mit Wellenlängen von einem Meter, die sind typischerweise in der Größenordnung eben von der Tür, die auch ungefähr einen Meter groß ist, breit ist. Und wenn diese Objekte also ungefähr gleich groß sind, dann haben wir diese Interferenz- und Beugungsphänomene, die wir schon gerade diskutiert haben. Und die sorgen eben dafür, dass sich die Wellen nicht nur geradlinig ausbreiten, sondern wir diesen Wellencharakter ganz besonders wahrnehmen können. Vielleicht haben Sie es auch schon mal gehört, wenn Sie sozusagen so eine Marschkapelle hören und die, Sie stehen in der Seitenstraße und die Marschkapelle kommt, Blaskapelle kommt auf der Hauptstraße an. Das Erste, was Sie hören, sind die tiefen Töne, die Tuba-Spieler. Als Letztes hören Sie die Piccolo-Flöten, die nämlich die kurze Wellenlänge haben, wo der Schall eine sehr kurze Wellenlänge hat und die tiefen Töne von den Tuba-Wellen, die werden so besonders effizient abgelenkt von diesen Strukturen und die hören Sie dann, wenn Sie hier selbst in der Ecke stehen. Jetzt zu den Materiewellen. Warum sehen wir die nicht? Jetzt müssen wir eigentlich nur zurückgehen zu de Broglie, zu den Urvätern der Quantenmechanik und einfach stur die Formeln einsetzen und gucken, einfach für so einen Fußball mit einem halben Kilo Masse, den ich mit 20 Metern pro Sekunde durch die Gegend schieße, wie groß ist denn diese Wellenlänge eigentlich? Setze ich ein, komme ich auf 7 mal 10 hoch minus 32 Millimeter. Diese Zahl mit 31 Nullen. So wahnsinnig klein, brauchen gar nicht drüber nachzudenken, werden wir nie sehen. Können wir nicht wahrnehmen, ist einfach zu klein, diese Wellenlänge. Ja? Können wir nichts in die Umgebung bringen, was so kleine Strukturen hat. Auf der anderen Seite, wenn wir zu Elektronen gehen, zum Beispiel so Elementarteilchen, die leichter sind, die immer noch schnell sein können, so sich mit einer Million Meter pro Sekunde im Raum bewegen, dann sind die Wellenlängen immer noch sehr klein, aber vielleicht nicht ganz so hoffnungslos, dass wir diesen Wellencharakter eben wahrnehmen können. Und wir sehen schon auch aus der Formel von de Broglie, wenn Sie sich noch daran erinnern, was wir machen müssen, um diese Wellenlänge groß zu machen. Wir können entweder die Teilchen leichter machen oder wir können die Teilchen langsamer machen. Langsame Geschwindigkeit bedeutet große Wellenlänge dieser Materiewellen. Wenn wir jetzt anschauen, was eigentlich so spannend bei diesen Wellen, wir haben gesehen, es gibt diese Interferenzphänomene, wenn zwei Wellen überlagern sich, dann gibt es Orte, wo die Wellen sich verstärken und auslöschen. Und das ist irgendwie besonders verrückt für Materie, weil für Materie bedeutet das, dass Materie an gewissen Orten verschwindet und an anderen plötzlich wieder auftaucht. Es ist so, als wenn Sie einen Wasserhahn aufdrehen zu Hause und noch Wasser drüber leiten, anderes Wasser, vielleicht von einem anderen Wasserhahn, und auf einmal sehen Sie, an bestimmten Orten ist das Wasser weg und an anderen Orten ist das Wasser wieder da, umso mehr Wasser. Ja. Und das klingt für uns erstmal verrückt, aber im Bild von diesen Wellen ist es für den Physiker nichts Besonderes,
weil eben alle Wellen sich so verhalten nach diesen Interferenzphänomenen. Und das will ich Ihnen zeigen. Es gibt diesen netten Cartoon von Charles Adams in der New York Times, den wir gerne zeigen, der eben zeigt, wie verrückt diese Quantenwelt dadurch wird. Ja. Dadurch können eben so Sachen passieren, die wir aus der klassischen Welt nicht kennen. Dass auf einmal das so aussieht, als wäre dieser Skifahrer gleichzeitig links und rechts rum um den Baum gefahren, in dieser verrückten Art und Weise. Und das ist natürlich das, was die Faszination auch an der Quantenmechanik ausmacht, warum ich auch so begeistert von ihr bin, weil sie sich eben komplett anders verhält, als wir das aus unserer Umgebungswelt eigentlich normalerweise erfahren. Man kann diese Wellen aber wirklich auch sehen im mikroskopischen Bereich. Hier ist ein tolles Beispiel gezeigt von Don Eichler von IBM. Der baut sowas wie Violinenkästen oder Resonanzkörper für diese Materiewellen. Und genauso wie solche Violinenkorpi verstärken dann die Schallwellen und durch Resonanz die besonders zum Klingen bringen, diese Schallwellen kann man das auch für die Materiewellen in Festkörpern machen. Und was er gemacht hat, ist praktisch einfach so einen Resonanzkörper zu bauen, jetzt aus elementaren Atomen, aus diesen Eisenatomen auf dieser Kupferoberfläche, hat die genommen und die angeordnet, Atom für Atom auf dieser Oberfläche, um diesen wunderschönen Ring aus Atomen, einzelnen Atomen zu machen. Und dieser wirkt wie ein Resonanzkörper für die Elektronen, die in dem Festkörper gespeichert sind. Und die Elektronen, wir erinnern uns, sind Wellen. Und jetzt können aber diese Wellen stark überhöht werden und können auf einmal sichtbar werden als diese Modulationen, die wir hier sehen. Also das sind direkte Bilder von diesen Elektronenwellen auf der Oberfläche von diesen Festkörpern. Wie groß können wir eigentlich so Objekte machen? Ich meine, wir haben schon gesagt, wir selber werden nicht, wir sehen uns nicht als Wellen, weil diese Wellenlänge zu klein ist, aber wie groß kann ich das eigentlich treiben, das ganze Spiel? Und da ist die Gruppe vom Anton Zeilinger, dem Markus Arndt, in Wien ganz stark daran, solche Systemgrößen zu untersuchen. Die können das zum Beispiel solche Fußballmoleküle, aber mittlerweile auch noch viel größere Moleküle durch solche Spaltanordnungen durchschicken und zeigen, dass sich selbst diese riesigen Objekte auslöschen und verstärken. Man kann natürlich fragen, kann ich das mit einem Virus, mit einem kleinen Bakterium machen? Ja, wie weit kann ich das letzten Endes treiben? Wie weit kann ich diese Quantenwelt ins Makroskopische hin übersetzen? Wir wollen den Weg begehen heute, den Einstein uns vorgeschlagen hat. Wir wollen nämlich schauen, was passiert, wenn wir diese Wellenlänge besonders groß machen, indem wir die Teilchen sehr langsam machen. Und dazu wollen wir uns ein Gas vorstellen, wie zum Beispiel die Luftmoleküle um uns herum. Die bewegen sich gerade im Raum mit vielen hundert Metern pro Sekunde, stoßen miteinander und sind im Wesentlichen für uns gut als klassische punktförmige Teilchen zu beschreiben. Und wenn wir jetzt dieses Gas aber abkühlen dann oder langsamer machen, ja, und langsamer machen heißt im Sinne der Temperatur in der Physik kalt. Wenn Objekte kalt sind, sind sie besonders langsam. Wenn wir die also kalt und damit langsam machen, dann haben wir gelernt, dann wird diese quantenmechanische Wellennatur doch viel bedeutender. Und dann kommt dieser besondere Punkt, den Einstein und Bose vorausgesagt haben. Wenn ich das nämlich so einstelle, dass diese Wellenlänge so groß wird wie der Abstand zwischen den Teilchen, dann passiert auf einmal was ganz Besonderes, dann schwingen die alle auf einmal im Gleichtakt. Das müssen Sie sich so vorstellen, wie wenn wir ein Orchester hätten und wir sagen jetzt, okay, wir heizen das Orchester hoch, jeder Orchesterspieler spielt auf einem bestimmten Ton, völlig ungeordnet vom nächsten, völlige Kakophonie. Und wir kühlen jetzt das Orchester ab, wir kühlen es immer weiter ab, immer weiter ab, immer weiter ab. Und plötzlich, bei einer gewissen Temperatur, wenn diese Bedingung erreicht ist, spielen alle Orchesterspieler genau einen Ton. Alle schwingen im Gleichtakt, alle schwingen perfekt in Phase und bilden diesen neuen Schwingungszustand, kollektiven Schwingungszustand aus allen Atomen oder Materieteilchen, die wir hier eben betrachten. Das ist das Fantastische, was Einstein und Bose vorausgesagt haben, was passiert, was diese Arbeit von 1925 so bedeutend eben macht. Und wenn Sie mich fragen, was ist eigentlich, wie kann ich mir das jetzt vorstellen, dieses Bose-Einstein-Kondensat, so wie wir das nennen, dann ist es eigentlich genauso revolutionär, wie der Laser für Licht ist. Das ist genau dieses Bose-Einstein-Kondensat für Materie. Wenn Sie sich nämlich eine Glühlampe oder dürfen wir heute nicht mehr benutzen, aber jede Leuchtstoffröhre anschauen, ist genau das gleiche. LED-Lampe sendet Licht aus mit verschiedenen Farben in verschiedene Richtungen. Das ist diese Unordnung im Licht. Während der Laser diese völlig
geordnete Welle, eine Frequenz, eine Wellenlänge, eine Farbe, eine Richtung auszeichnet. Alles Licht schwingt perfekt im Gleichtakt. Das ist, was hier beim Laser passiert. Und das macht ihn eben so anders wie diese Glühbirne. Und genau das Gleiche ist eben dieses Bose-Einstein-Kondensat über Materie. Wir haben also damit komplette Kontrolle erreicht über Materie. Alle Materie schwingt im Gleichtakt, völlig geordnet und nicht ungeordnet. Und jetzt können wir uns fragen, warum hat es 70 Jahre gedauert, bis man dieses einfache Konzept eigentlich umsetzen konnte? Und erinnern wir uns nochmal an die Bedingungen, was wir erreichen mussten, nämlich, dass die Wellenlänge genauso groß ist wie der Abstand zwischen den Teilchen. Das kann ich auch so schreiben, dass die Dichte des Gases mal diese Wellenlänge zur dritten Potenz ungefähr gleich 1 geben muss. Und jetzt kann ich wirklich einfach einsetzen, stur. Wir können mal zum Beispiel ein Glas Wasser nehmen, die Dichte von Wasser nehmen und dann ausrechnen, wann ist dieses Glas Wasser ein Bose-Einstein-Kondensat nach der Theorie von Einstein und Bose. Und dann werden wir herausfinden, das passiert nahe am absoluten Temperatur-Nullpunkt bei ungefähr 1 Kelvin, also minus 272 Grad Celsius ungefähr. Sehr kalt, aber absolut machbar mit technischen Möglichkeiten. Nur wenn wir das machen würden, das Experiment, würden Sie sehr schnell feststellen, dass kein Bose-Einstein-Kondensat rauskommt, sondern einfach ein Block Eis. Ja, das Ding ist einfach ein Block Eis geworden, bevor es Zeit hatte, überhaupt dieses Bose-Einstein-Kondensat zu werden. Und das ist das, was sozusagen die drei Nobelpreisträger gelöst haben. Die haben nämlich rausgekriegt, um das zu verhindern, muss ich mit extrem verdünnten Gasen arbeiten, sodass sich die Bildung des Festkörpers, des Eisblocks, so lange rauszögert, dass ich zwischendrin Zeit habe, dieses Bose-Einstein-Kondensat zu formieren. Das war die große Leistung von den drei Nobelpreisträgern, das erkannt zu haben. Das heißt aber natürlich, wenn wir mit Gasen jetzt arbeiten, mit viel größeren Abständen zwischen den Teilchen, dann muss diese Wellenlänge der quantenmechanischen Teilchen auch gleichzeitig viel größer werden. Und das heißt, wir müssen wieder viel kälter werden, um diese Bedingungen zu erreichen. Das heißt, wenn wir jetzt anschauen, wo wir eigentlich hin müssen auf der Temperaturskala, auf der absoluten Temperaturskala, 0 Kelvin ist absoluter Bewegungsstillstand, bei minus 273 Grad Celsius ungefähr, da müssen wir ein Milliardstel Kelvin über diesem absoluten Nullpunkt arbeiten. Ja, da müssen wir hin in der Temperatur, zu diesen extrem kalten Temperaturen. Es gibt keinen Kühlschrank, der uns dahin kühlen kann. Die besten Kühlschränke gehen so in den 10 hoch minus 3 Millikelvin-Bereich, ein Tausendstel Kelvin-Bereich, aber sozusagen viel weiter hier unten, da kommen wir nicht hin. Das heißt, wir müssen auch ganz neue Methoden entwickeln, um zu kühlen. Und da kommt jetzt eine andere spannende Geschichte rein aus der Physik, nämlich die der Laserkühlung. Hier habe ich ein Bild von dem Kometen Hale-Bopp, der lange Zeit Schlagzeilen gemacht hat, als er die Erde umkreist hat. War eine große Sensation in allen Zeitungen. Und was diese Kometen an sich haben, das sind im Prinzip dreckige Staubbälle, aber Sie sehen, die haben diese Kometenschweife an sich. Es gibt sogar zwei, da will ich gar nicht drauf angehen. Wenn Sie genau hingucken, gibt es zwei Schweife, diesen hellen und diesen etwas bläulicheren. Ich will nur auf den hellen mich fokussieren. Das ist nämlich relativ einfach, was diese hellen Teile ist, das sind einfach Staubkörner, die in der Umgebung dieses Kometen sich befinden und das Sonnenlicht von der Sonne wirkt wie eine Art Wind auf diese Staubteilchen und bläst die praktisch in entgegengesetzter Richtung weg von dem Kometen. Das heißt, das Licht von der Sonne wirkt wie ein Wind, mechanischer Wind, auf diese Staubteilchen. Hat also Kräfte, kann Kräfte, makroskopische Kräfte ausüben auf diese Staubteilchen. Und das ist der Grund dafür, warum diese Kometen den Schweif haben, diesen dreckigen Staubschweif, den sie hinter sich herziehen letzten Endes. Es gibt auch Science-Fiction-Autoren, die von Ihnen vielleicht schon gelesen haben, die wollen damit ganze Raumschiffe antreiben, indem sie Sonnensegel bauen, die sozusagen diese Wind der Sonne ausnutzen, um ganze Raumschiffe durchs Weltall ausbreiten zu lassen letzten Endes. Es gab sogar einen Vorschlag von einem, ich weiß nicht, ob es noch verfolgt wird, ich glaube von einem russischen Oligarchen oder Milliardär, der wollte viele Laser, also Mikro-Nanosatelliten im Weltraum, wollte Laserlicht von unten von der Erde aus richten auf diese Satelliten, um die zu beschleunigen und in bestimmte Richtungen ausbreiten zu lassen.
Besonders effizient, besonders stark können diese Lichtkräfte werden, wenn der Wind besonders intensiv ist. Und der Wind kann besonders intensiv werden mit Lasern, weil das Licht des Lasers eben so intensiv ist. Viel stärker als das, was wir aus der Glühbirne ziehen können. Und das war eine Idee, die dann Theodor Hensch und Arthur Schorlow in Stanford 1975 zum ersten Mal vorgeschlagen haben. Die haben nicht gesagt, wir können Teilchen abbremsen und damit kühlen, indem wir diesen Wind aus allen Richtungen gleichzeitig wehen lassen. Ich strahle also Wind von hier ein Laser von hier, ein Laser von hier, ein Laser von hier. Und ich richte die Frequenz dieses Lasers so ein, dass das Atom, egal in welche Richtung das sich bewegt, es spürt immer Gegenwind. Das ist also wie wenn wir sie in einen Pott Honig packen. Egal in welche Richtung Sie sich bewegen, es ist immer Reibung da, dass Sie Ihre Bewegung abbremst. Stellen Sie sich vor, Sie wollen nach vorne, nach hinten, nach links oder rechts laufen. Es ist wie im Honig und deswegen nennen wir diese Anordnung auch eine optische Melasse. Genauso wie Honig zähflüssig sein kann für Materieteilchen, so kann Licht eben auch Materieteilchen abbremsen und abkühlen damit. Die Idee haben dann mit zum ersten Mal umgesetzt, wieder drei Nobelpreisträger, Steve Chu, Claude Kohn-Tanucci und Bill Phillips, die dafür 1997 den Nobelpreis bekommen haben. Und die Kräfte, die Beschleunigungen, die dabei auf Atome wirken können, können ganz gewaltig sein. Das habe ich Ihnen mal hier einfach ausgerechnet. Typischerweise, wenn wir den Apfel fallen lassen, wissen Sie, haben wir die Beschleunigung Erdbeschleunigung, 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Das ist so die Beschleunigung, mit der der Apfel dann fällt. Was wir machen können, wenn wir Licht auf Atome richten, können wir 10.000 mal stärkere Beschleunigungen auf die Atome ausüben und sie damit extrem schnell abbremsen, extrem schnell zum Stillstand bringen. Und um das Ganze eben isoliert von der Umgebung zu machen, isoliert von der thermischen Umgebung, machen wir all die Experimente in Vakuumkammern. Hier habe ich Ihnen mal eine aufgeschnitten. Wir schauen gleich mal in eine rein und gucken uns diese kalten Gaswolken an. Gucken, sehen wir nämlich hier gleich die Gaswolke und die Laserstrahlen kommen von hier, hier, hier und hier und von oben und unten, lassen eben diesen Wind gleichzeitig wehen. Und jetzt können wir reinschauen in diese Kammer und sehen in der Tat, da schwebt in der Kammer dieses Wölkchen, es leuchtet in der Tat rot, die Kamera hat nur einen Filter gerade davor, die sieht es dann einfach nur weiß, es ist ein rot leuchtendes Wölkchen von Rubidiumatomen in dem Fall, was völlig frei im Raum schwebt, keinen Kontakt zur Umgebung hat und nur wenige Mikrokelvin kalt ist. Und wie kalt es ist, das kann man nämlich sehen, wie schnell oder wie langsam dieses Gas auseinanderfliegt. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Gas hier und Sie lassen es bei Raumtemperatur los, dann haben die Teilchen 100 Meter, mehrere 100 Meter pro Sekunde Geschwindigkeit. Das heißt, in einer Sekunde sind die schon 300 Meter weit geflogen. Das Teilchen hier, was Sie gesehen haben, dieses Gas flog extrem langsam auseinander. Und das zeigt, dass wir extrem tiefe Temperaturen hier erreicht haben. Ganz isoliert von der Umgebung, überhaupt nicht in Kontakt mit dem Gefäß. Das ganze Raum, das Gefäß hier drumherum ist alles bei Raumtemperatur in dem System. Die Laserkühlung alleine schafft es dann noch nicht ganz, diese Bedingungen zur Bose-Einstein-Kondensation zu erreichen, sondern ich muss eine zweite Methode anwenden, die wir Verdampfungskühlung nennen. Die ist für Sie relativ bekannt eigentlich, weil sie genauso funktioniert, wie Sie Ihren Kaffee kühlen, wenn er Ihnen zu heiß serviert wird. Nehmen wir an, wir haben also hier Ihren Kaffee, zu heiß, ich will es kühlen, was mache ich? Ich blase den Dampf weg und was ich damit effektiv mache, ist, dass ich die heißesten Teilchen, die energiereichsten Moleküle wegnehme aus dem Kaffee, dann bleiben nur noch energieärmere Teilchen übrig, die eben kälter sind. Und so habe ich meinen Kaffee gekühlt, indem ich effektiv die heißesten Teilchen, die schnellsten Teilchen aus dem Kaffee entfernt habe. Und genau das, genau die gleiche Kühlmethode, die wir benutzen, wenn wir schwitzen, wenn wir Kaffee kühlen wollen, können wir einsetzen, gezielt auch für diese Atomgase in diesen Fallen, die wir bauen können und können immer die heißesten Atome entfernen und das Ganze kühlt dann immer weiter runter, kühlt immer weiter runter, bis schließlich letztendlich diese Bedingungen zur Bose-Kondensation erreicht sind. Wie messe ich nochmal die Temperatur? Hier habe ich es in einer kurzen Animation nochmal für Sie vorbereitet. Hier ist dieses kleine Gaswölkchen, es wird gleich sichtbarer, keine Sorge, es ist ein kleiner Punkt hier, gefangen in elektromagnetischen Fallen, zum Beispiel das Laserlicht. Jetzt schalte ich das ab, jetzt fällt das Gaswölkchen natürlich wegen der Gravitation und gleichzeitig dehnt sich das Gaswölkchen aus wegen seiner Temperatur.
Und dann können wir einen Laserstrahl auf diese Gaswolke richten und einfach einen Schattenwurf aufnehmen von dieser Gaswolke und dann mit einer guten CCD-Kamera diesen Schattenwurf fotografieren und darüber eben Rückschlüsse ziehen, wie groß ist diese Gaswolke, was für eine Dichte hatte sie, wie schnell hat sie sich ausgebreitet und so eben genau die Temperatur bestimmen. Und das waren in der Tat die ersten Methoden, die 1995 eingesetzt worden sind, um dieses Bose-Einstein-Kondensat erstmal nachzuweisen. Um eben diesen, Sie erinnern sich am Anfang, BEC, Ausrufezeichen, Fragezeichen, das waren genau solche Bilder, wie Sie jetzt hier sehen. Das ist diese Gaswolke, dieser Schattenwurf fotografiert. Die Farben habe ich nur reingemacht, dass es interessanter aussieht. Monochrom ist so leblos, deswegen haben wir das Ganze ein bisschen eingefärbt. Da, wo der Berg hoch ist, sind viele Atome, wo der Berg weniger hoch ist, da sind weniger Atome. Das ist also dieses Schattenbild. Und wir kühlen, kühlen, kühlen. Im Wesentlichen sieht das Gas immer gleich aus und plötzlich der Punkt, wo jetzt dieser Gleichschwingung, Gleichtakt, dieser Phasenübergang zum Bose-Einstein-Kondensat passiert, ist jetzt genau hier zu sehen, wo dieser Berg rausschießt in der Mitte. Und wenn ich weiter kühle, das System, kann ich nahezu alle Teilchen überführen in diesen neuen Schwingungszustand, wo alle Materieteilchen jetzt im Gleichtakt schwingen, wie eine perfekte Welle. Wenn es Wellen sind, dann wissen wir, muss es Interferenz geben. Das ist die Methode, wie wir nachweisen in der Physik, dass es sich um Wellen handelt. Wir lassen das immer interferieren. Und hier ist eins der schönsten Experimente, finde ich, in dem Gebiet von Wolfgang Ketteler, eins seiner ursprünglichen Experimente, wo er genau das gemacht hat. Er hat nämlich einfach diese beiden Gaswolken genommen, wirklich, wir reden über zwei verdünnte Gaswolken, hat die expandieren lassen, die Gaswolken durchdringen sich jetzt miteinander, aber weil es eben diese Wellen sind, muss ich jetzt Materie irgendwo auslöschen oder verstärken. Und das sieht man in diesem Schattenwurf. Das ist das Bild von diesen zwei Gaswolken, die sich durchdringen und jetzt nicht einfach doppelt so viel Gas ergeben, sondern da, wo es hell ist, löschen sich diese Gaswolken aus. Und da, wo es besonders schwarz ist, da verstärken sie sich. Da haben wir diese konstruktive Interferenz und die destruktive Interferenz. Das Spannende an dem Bild, ich habe es jetzt nicht hier unten aufgeführt, die Skala. Die Skala vorher in der Quantenmechanik war alles im so kleinen Bereich, dass wir uns in unserer Umwelt gar nicht wahrnehmen können. Hier reden wir jetzt von Gaswolken, die Millimeter groß sein können, wo ich diese Interferenz von Materie auf einmal auf einer makroskopischen Skala in unserer Umgebungswelt messen kann. Also ich könnte jetzt wirklich ein Geodreieck hier anlegen und die Millimeterskala sehen, wie sich Materie auslöscht und verstärkt an diesen bestimmten Punkten. Es ist also nichts mehr, was nur im Mikroskopischen passiert, sondern jetzt auch in der makroskopischen Welt. Das klang alles so einfach, ne? In der Praxis ist es dann doch ein bisschen komplizierter. Wir brauchen viele Laser, die die Atome abkühlen, die Fallen machen für die Atome. Das ist sozusagen hier auch nur einer unserer optischen Tische. Das ist nämlich nur dieser hier. Der andere, wo das eigentliche Experiment ist, ist der hier drüben, wo diese Vakuumkammer steht, wo wir die Atomgase dann auch fotografieren können. Und das Ganze wird dann natürlich betrieben mittlerweile von Computern gesteuert, wo wir dann alle Signale, Messsignale aufnehmen können und kontrollieren und dann genau die Sequenz einstellen wollen und die Experimente, die wir mit diesen Atomgasen machen. Hier ist ein hübsches Bild dieser Glaszelle, wo dieses Gas gespeichert wird und ich finde es immer wieder faszinierend, sich daran zu erinnern, dass diese kalte Gaswolke, von der wir reden, bei Mikrokelvin, Nanokelvin, Milliardstel Kelvin über dem absoluten Temperaturnullpunkt nur, die sitzt ein Millimeter hinter dieser Glaswand. Und die ganze Glaszelle ist auf Raumtemperatur. Da dampft nichts, da ist nichts runtergekühlt, aber nur ein Millimeter hinter der Glaszelle, gefangen durch diese elektromagnetischen Käfige, die wir mit den Spulen hier zum Beispiel erzeugen, wird diese Wolke hier völlig berührungslos gehalten. Also ein enormer Temperaturgradient und eine gute thermische Isolation gegenüber der Außenwelt, wenn wir das alles evakuieren und somit praktisch den thermischen Kontakt zur Außenwelt brechen. Was machen wir damit? Was machen wir damit? Wir wollen, jetzt komme ich zum Anfangsteil der Geschichte zurück, gerne untersuchen, wie Materie sich verhält, wie Materie im Zusammenspiel, warum bestimmte Materialien bestimmte Eigenschaften haben. Und hier drüben habe ich Ihnen mal aufgezeigt, ein echtes Material, winzig klein, Sie werden es kaum sehen, so soll es sein auch hier in der Grafik. Das ist genau das, was es schwierig macht. Deswegen brauchen wir gute Mikroskope, um in echte Materie reinzuschauen, weil die Abstände eben so klein sind. Typischerweise eben ein Zehntel, Milliardstel Meter
Angströmbereich, in den ich arbeiten muss, und das macht es eben schwierig, da reinzugucken. Deswegen bauen Kollegen, zum Beispiel in Kolleginnen und Kollegen in Hamburg, den XFEL, Röntgenlaser, wo man eben besonders gut mit neuen Röntgenlichtquellen reinschauen kann, mit sehr, sehr guten Mikroskopen in die Materie. Wir gehen einen komplett anderen Weg. Wir sagen, okay, warum bauen wir nicht ein Material, wo die Abstände einfach ein bisschen größer sind? Wo nicht alles einfach ein Faktor 10.000 hochskaliert ist und größer ist, wo wir dann einfach ganz schön mit normalen optischen Methoden reinschauen können. Und das ist aber in der Tat schwierig, denn Sie können nicht einfach ein Material nehmen und es aufziehen in alle Richtungen, das geht einfach nicht. Das zerreißt Ihnen vorher natürlich, wie Sie sich vorstellen können. Das heißt, wir müssen neue Wege gehen, um künstliche Materialien zu bauen, die dann sehr große Abstände zwischen den Atomen haben, wo wir aber dann sehr schön reinschauen können in diese Materie und sehr genau Atom für Atom gucken können, was da wirklich passiert und was uns sonst so schwer fällt eigentlich in diesen realen Materialien. Wie machen wir das? Wieder Interferenz. Aber jetzt bauen wir diese Lichtkristalle aus Interferenz von optischen Wellen auf. Wir nehmen nämlich zwei Laser, überlagern die und wie wir jetzt gelernt haben, gibt es dann Interferenz von Lichtwellen. Ich zeige Ihnen gleich ein Bild davon. Diese periodische Modulation in der Intensität von dem Lichtfeld gibt. Hier ist ein schönes Bild von dem Theo Hensch, was er in seinem Labor aufgenommen hat, wo er zwei Lichtwellen überlagert hat und das gibt dieses berühmte Doppelspalt-Interferenzmuster, wo Sie also sehen, dass sich perfekt helles Bereiche konstruktiver Interferenz mit dunklen Bereichen ablösen. Also ein periodisches Phänomen. Das Schöne ist, wenn ich jetzt noch mehr Lichtwellen überlagere, kann ich viel komplexere Lichtmuster machen. Das ist jetzt die Interferenz von drei Lichtwellen. Dann sehe ich, kriege ich diesen wunderschönen Kristall aus Lichtpunkten, der perfekt angeordnet ist, der keine Störstellen hat, der absolut perfekt ist, der nur durch die Interferenz von diesen Lichtwellen erzeugt wird. Oder wenn ich es noch weiter treiben kann, dann nehme ich 5 und kriege dieses wunderschöne Muster eines Quasikristalls, wie wir das in der Physik nennen, könnte fast aus einer muslimischen Moschee stammen, wenn wir das so anschauen. Ja? Und das ist aber einfach Interferenz von Licht. Das habe ich nicht auf meinem Computer gezeichnet oder irgendwas. Ich habe nur 5, oder in dem Fall Theo Hensch, 5 Lichtwellen in einer bestimmten Anordnung überlagert und die geben dieses wunderschöne Muster aus Lichtpunkten vor, diesen Kristall aus Licht. Und unsere Herausforderung besteht eben darin, diese ultrakalten Atome ganz sanft einzuladen in diesen Lichtkristall und mit denen dann zu experimentieren. Das heißt, für uns entsteht der Kristall nicht aus der Bindung zwischen den Molekülen oder Atomen, sondern wir geben den Kristall von außen vor, durch dieses Lichtmuster, durch dieses kontrollierte Lichtmuster, der wirkt wie Fallen für diese Teilchen, die darin gefangen sind. Wenn Sie sich anschauen wollen, wie diese Lichtmuster entstehen, Theo Hensch hat einen wunderschönen YouTube-Kanal, den ich Ihnen sehr empfehlen kann, er heißt Super Laser 123. Können Sie sich anschauen und es gibt wunderschöne weitere Optikexperimente, die Sie sich anschauen können auf dem YouTube-Kanal, die sich wirklich lohnen. Also jeder, der eine Weihnachtskarte von Theo Hensch kriegt mit so einem Muster drauf, der sollte zumindest mal gucken, wie das gemacht worden ist. Hier ist ein Video von ihm, wo er zeigt, wie man damit wirklich Teilchen fangen kann. Er hat jetzt wirklich mal so 2 oder 4 Laserstrahlen genommen, die überlagert und wir gucken uns das gleich an, was da passiert. Wir sehen schon, wir erinnern uns, 2 Laserstrahlen überlagert gibt dieses Doppelspalt, dieses Streifenmuster, was wir kennen, das sehen wir jetzt hier. Was wir absolut nicht mögen, ist, wenn das so wackelt. Das darf bei uns im gar keinen Fall passieren, das ist jetzt hier eine Imperfektion. Wenn 4 Strahlen überlagern, sehen Sie, gibt es dieses Punktmuster aus den Lichtpunkten. Und jetzt hat er Folgendes gemacht, jetzt hat er kleine Plastikkügelchen in Wasser gelöst, die sind hier. Die zittern jetzt ein bisschen rum, die kleinen Plastikkügelchen. Jetzt schaltet er einfach das Licht an. Sehen Sie, wie die ausrichten wollen, sich an dem Lichtgitter? Die folgen dem Licht. Die sehen dieses Lichtmuster wie ein Kristallgitter, an dem sie sich orientieren wollen. In 2D versuchen sie fast sogar einzurasten auf dieses Lichtkristall. Ja, auf diesen Lichtkristall. Wir benutzen das jetzt nicht mit Plastikkügelchen, wir machen das mit einzelnen Atomen. Ja, das ist der einzige Unterschied und wir wollen natürlich Quantenphysik damit machen. Und die Frage ist natürlich jetzt, warum kann ich damit die Quantenphysik, die ich normalerweise in einem Festkörper habe, in einem realen Material, warum kann ich die in diesen verdünnten Gasen eigentlich sehen? Und in der Quantenmechanik, komme ich nochmal auf den wichtigen Punkt zurück, spielt nur eines eine Rolle, wenn wir das kollektive Verhalten von Quantenteilchen anschauen wollen, nämlich nur dieses Verhältnis, was wichtig war, diese Wellenlänge der Materieteilchen gegenüber ihrem Abstand.
Wenn die ungefähr gleich groß sind, dann verhalten die sich wie kollektive Teilchen und können dann zum Beispiel simulierendes Verhalten von diesen realen Materialien in entsprechend ähnlichen Parameterbereichen. Das Spannende ist, dass das alles bei 10 Größenordnungen niedrigeren Dichten passiert. Den Preis, den wir dafür zahlen müssen, habe ich auch schon erläutert, das ist eben, dass wir eben zu diesen extrem tiefen Temperaturen gehen müssen. Aber das wissen wir, wie man das macht, wie man das kontrollieren kann letzten Endes. Ich will ein paar Beispiele noch zeigen, was wir sozusagen in jüngster Zeit eigentlich machen. Insbesondere, was besonders spannend für uns geworden ist, dass wir wirklich jedes Atom sehen können mittlerweile in diesem Lichtkristall. Hier sind Aufnahmen, wo wir eben mit einem sehr schönen, sehr guten Mikroskopobjektiv in diesen Lichtkristall mit den Atomen darin reinschauen. Und wenn wir das tun, dann sehen wir sozusagen jedes dieser Atome aufleuchten. Jeder dieser Punkte ist ein einzelnes Atom, was in diesem Lichtkristall gehalten wird. Ja, wir können also Atom für Atom studieren, was passiert in diesem Lichtkristall, wie behalten die sich ähnlich. Und das hat jetzt Experimente möglich gemacht, die vorher eigentlich völlig undenkbar waren in realen Materialien. Wir können Phasenübergänge studieren in ganz neuen Art und Weisen. Wir können Temperaturen in völlig ungeahnten, niedrigen Bereichen messen, wo wir vorher eigentlich nie Temperaturmessmethoden hatten, um solche kalten Temperaturen zu messen und gucken, wie verhält sich Materie bei diesen verschiedenen extrem kalten Temperaturen. Wir können nicht nur gucken, passiv gucken, was passiert, sondern wir können wirklich auch reingehen in diesen Kristall und einzelne Teilchen manipulieren und kontrollieren. Und hier ist es mal gezeigt, wo wir wirklich mit so einem kleinen Laserstift, wir fokussieren einen Laserstrahl auf einzelne Atome und ändern den Zustand der Atome damit. Atom für Atom, wie so eine kleine Laserpinzette, Laserbleistift, wenn Sie wollen, wo wir jedes Atom adressieren können und verändern können in seinem Zustand und eigentlich beliebige, mehr oder weniger beliebige Muster mit sehr, sehr hoher Auflösung schreiben können. Und natürlich können Sie sich schon vorstellen, wir Quantenphysiker mögen natürlich das Psi, also musste das Psi irgendwann mal auftauchen aus 26 einzelnen Atomen, die in diesem Lichtgitter arrangiert sind miteinander. Eins sozusagen der verrückten Verhalten in dieser Quantenphysik will ich Ihnen zum Beispiel mal an diesem Experiment zeigen, ein einfaches Experiment, wo wir so eine Art Quantenpferderennen gemacht haben, nenne ich das. Jedes Atom startet an einem Platz, hier Gitterplatz, sozusagen die Startposition, und wir haben das Gitter so eingestellt, dass die Atome nur in ihrer Bahn rennen können. Die können sich nur ausbreiten in ihrer Bahn, aber nicht die Bahn wechseln. Okay? Und jetzt lassen wir die Atome los und fragen uns, okay, welches Atom gewinnt? Welches Atom gewinnt dieses Rennen? Und was an diesem Video falsch ist und was verführerisch ist, wir glauben aus der klassischen Welt immer zu jeder Zeit sagen zu können, welches Atom vorne liegt oder welches hinten. In der Quantenwelt können wir das nicht. Wir können erst sozusagen, wenn wir eine Messung machen, wird uns gesagt, wenn wir fotografieren das System, welches dieser Teilchen hat gewonnen. Vorher können wir nicht sagen, welches Teilchen vorne liegt oder hinten. Und hier sind so einzelne Schnappschüsse, die wir zum Beispiel dann machen können. Wir reihen die hier auf. Die breiten sich hier entlang der Diagonalen dann jeweils aus und dann gibt es eben diese Schnappschüsse, wo zum Beispiel mal dieses Atom gewonnen hat oder dann wird zweiter Platz hier. Und Sie sehen schon, das Verrückte an den Quantenteilchen, die rennen sozusagen nicht nur in eine Richtung, sondern die rennen gleichzeitig nach vorne und hinten. Ja, die breiten sich in beide Richtungen aus. Und wenn wir das vergleichen, dann das Experiment viele Male wiederholen und dann vergleichen mit der Wellentheorie von Schrödinger, dann sehen wir die Ankunftswahrscheinlichkeit der Teilchen folgt. Das sind sozusagen die Messdaten, diese Balken, die folgt perfekt dieser Voraussage von Schrödinger. Ja, wir können also wirklich dieses quantenmechanische Ausbreiten der einzelnen Teilchen Atom für Atom verfolgen in diesem Lichtgitter und diese fundamentalen Tests der Quantenphysik machen. Mittlerweile wollen wir da natürlich nicht stehen bleiben, sondern wir wollen gerne verrückte Potenziale machen. Wenn man einmal auf den Geschmack gekommen ist, möchte man immer mehr. Ne? Und wie können wir sozusagen das erweitern, von der Interferenz weggehen? Mittlerweile benutzen wir solche Mikrospiegel-Arrays. So ähnlich ist es auch in dem Projektor hinten drin, der das Lichtbild hier projiziert auf den Schirm. Und das erlaubt uns mittlerweile ganz verrückte Potenziale zu machen. Das sind alles Lichtmuster, die Sie sehen, die wir erzeugen können, die wir auf die Atome strahlen können. Und erinnern Sie sich daran, die Lichtmuster werden von den Atomen wie Potenziale wahrgenommen. Zum Beispiel, hier ist es eine Linie, hier ist es ein Kasten, in dem Sie sich zum Beispiel innen drin bewegen. Hier sind zum Beispiel zwei Reservoirs, zum Beispiel füllen Sie ein Reservoir hier und das würde dann zum Beispiel einen dünnen Draht simulieren, durch den jetzt diese Atome sich durchzwängen müssen, um von hier nach hier zu kommen. Wir können also gucken, wie hängt Leitfähigkeit ab, von Drähten
Was für Eigenschaften bestimmen die? Wie hängt die von der Wechselwirkung, von der Unordnung in Drähten, Imperfektionen ab? Können wir genau studieren, Atom für Atom, wie fließen die von diesem Reservoir in dieses Reservoir rüber? Also wirklich einen ganz neuen mikroskopischen Blick auf Materie bekommen. Wir können auch ganz andere Sachen damit machen. Ich will vielleicht nur zwei, drei weitere Beispiele Ihnen zeigen. Eins aus dem Bereich von Matthias aus der Hochenergiephysik. Haben Sie alle über dieses fantastische Higgs-Teilchen gehört, was man entdeckt hat? Das gibt es in der Tat auch in anderer Form. Nicht das gleiche Higgs, aber diese gleiche kollektive Anregung, die sich genauso eigentlich in sehr vielen Punkten ähnlich verhält, Anregung in Festkörpern, die man auch Higgs-Teilchen nennt, aber jetzt bei den extrem niedrigsten Temperaturen konnten wir zum ersten Mal nachweisen in solchen zweidimensionalen Festkörpersystemen, wo man nicht wusste, ob es dieses Higgs-Teilchen wirklich geben wird in der zweidimensionalen Welt. Jetzt können Sie sagen, das ist eine akademische Frage, stimmt, aber trotzdem eine spannende Frage, die unsere Theoretiker viele Jahrzehnte nicht lösen konnten. Wir können auch verrückte Sachen machen. Wir haben über Temperatur viel gesprochen im Vortrag. Ich habe eigentlich gesagt, 0 Kelvin ist absoluter Temperatur-Nullpunkt. Darunter geht nichts, da steht alles still. Was ich Ihnen jetzt sagen will, dass wir auch negative absolute Temperaturen für Gase machen konnten. Und das hat für viel Furore gesorgt. Wahrscheinlich, weil wir haben es sogar in Fox News geschafft. Ja. Ich weiß nicht, ob man das als Aushängeschild nehmen soll oder nicht, aber jedenfalls wurde es viel aufgenommen. Ich glaube, das hat natürlich auch damit zu tun, dass Temperatur hat jeder von Ihnen ein Gefühl, was das ist. Ne? Heiß, kalt, irgendwie ist das was wir Menschen zumindest glauben, zu verstehen oder einschätzen zu können. Und wenn mir jetzt jemand sagt, ich kann negative absolute Temperaturen unter den absoluten Temperaturen Nullpunkt machen, das klingt ziemlich verrückt. Unsere Kollegen von der Nottingham University, die diesen schönen YouTube-Kanal 60 Symbols betreiben und da viele komplexe Physikphänomene erklären, haben das wunderbar erklärt. Und ich kann Ihnen empfehlen, das Video mal anzuschauen, wenn Sie eine einfache Erklärung über diese negativen Temperaturen sehen wollen. Was mich fasziniert hat, ist, dass das jetzt schon ein bisschen veraltet, aber vor einem Jahr ungefähr 800.000 Leute angeschaut haben, um sich über diese negativen Temperaturen zu informieren. Ich glaube, bei Ihrem Kanal ist nur noch mehr Klicks gewesen, ob es schwarze Löcher am CERN gibt. Ja? Okay. Eine realistische, wichtige Anwendung will ich Ihnen nicht vorenthalten, die zwar wir nicht machen in unseren Laboren, die aber eine ganz bedeutende technische Wichtigkeit hat. Und da geht es um die Frage, wie kann ich die weltbesten Uhren eigentlich machen? Warum wir die haben wollen, erkläre ich Ihnen gleich, weil wie die Grundlage sind für unsere Navigation, für gute Navigation, brauchen wir gute Uhren. Wenn ich jedes Mal, wenn ich laufen gehe, und meine Uhr anschmeiße, um ein GPS-Signal zu bekommen oder Galileo oder GLONASS-Signal, setze ich mich in Verbindung oder bekomme die Timing-Signale von einigen dieser Satelliten zugeschickt. Und in jedem dieser Satelliten steckt eine extrem genaue Uhr drin. Und diese extrem genaue Uhr sorgt dafür, dass wir sehr gut den Abstand zu einzelnen Satelliten bestimmen können. Und wenn ich die zumindest dreien kenne, kann ich meine Position auf der Erde bestimmen. Das heißt also, Navigation ist unweigerlich immer in der Menschheitsgeschichte verbunden gewesen mit besseren Uhren. Das heißt, wenn wir von Metergenauigkeit vielleicht auf Millimeter, auf Mikrometergenauigkeit gehen wollen, dann wird das auch passieren mit besseren Uhren. Es gibt fundamentale Gründe, auch in der Physik danach zu suchen, um auch zu fragen, sind unsere Fundamentalkonstanten wirklich konstant? Gibt es da Abweichungen, Drifts, die ich vielleicht sehen kann? Auch dafür brauche ich zum Beispiel gute Uhren oder um Teleskope zu synchronisieren auf verschiedenen Kontinenten. Sie haben das Event Horizon wahrscheinlich mitbekommen, das Foto, indirekte Foto von einem schwarzen Loch. Dazu muss ich extrem gut synchronisieren, verschiedene Teleskope, brauche ich auch Atomuhren dafür. Was ist eigentlich so eine Uhr? Naja, erstmal zwei Sachen. Eine Uhr besteht aus einem Objekt, was immer periodisch hin und her schwingt. Das war früher das Pendel. Jetzt haben wir da bessere Sachen als das mechanische Pendel. Und dann einem Zähler. Und so definiere ich dann die Sekunde. Ich sage einfach, nach einer bestimmten Anzahl von Schwingungen dieses Pendels ist eine Sekunde vergangen. Und das ist einfach per Definition festgelegt. Ja? Wir sind in der Menschheitsgeschichte eigentlich immer, als wir bessere Uhren entwickelt haben, zu Vorgängen gegangen, die höhere Periodizität haben, wo die Frequenz immer höher ist. Also wir haben angefangen mit irgendwie Sonnenuhren, dann sind wir zu diesen mechanischen Pendeluhren, dann sind wir zum Quarzoszillator gegangen und heute immer noch der,
die Definition des Cäsium, der Sekunde beruht auf einem Cäsium-Übergang in dem Cäsiumatom, wo wir einen Schwingungsvorgang haben der Hülle im Cäsiumatom, wo wir sagen, nach 9.192.631.770 Schwingungen dieser elektromagnetischen Schwingung stellen wir auf der Uhr den Zeiger um eine Sekunde vor. Das ist eine Sekunde. So ist die Sekunde definiert. Ja, so, wir hätten es auch anders nehmen können, aber so ist sie nun mal definiert. Jetzt will man da nicht stehen bleiben, sondern will immer bessere Uhren bauen und deswegen ist es schon absehbar, dass auch bald dieser Standard abgelöst werden wird. Es gibt immer bessere Aufbauten, diese sogar Fontänenuhren zu bauen. Aber was ich Ihnen zeigen will, ist wieder verknüpfend an meinen Vortrag, nämlich zu zeigen, Arbeiten zum Beispiel von Juniers Gruppe in Boulder. Der probiert genau solche Uhren zu bauen mit Atomen, die in solchen Lichtgittern gefangen sind. Warum sind die Lichtgitter gut? Was ist überhaupt das Pendel? Das Pendel ist die Elektronenwolke in dem Atom. Die stoße ich zum Schwingen an und dann schwingt diese Elektronenwolke in dem Atom hin und her. Das ist das Pendel. Und damit das Pendel ungestört schwingen kann, möchte ich es möglichst fernhalten von anderen schwingenden Pendeln, weil wenn die miteinander stoßen, dann stört das diesen Schwingungsvorgang. Und dafür ist das Gitter jetzt wunderbar, weil da kann ich jedes Atom auf seinem Platz halten, festhalten, ganz lange beobachten, wie diese Schwingung dieser Elektronenwolken passiert. Und damit kann ich enorm gute Uhren bauen. Uhren, die heute so gut sind, dass wenn ich sie zum Beispiel zur Anfangszeit des Universums im Big Bang angestoßen hätte, vor 14 Milliarden Jahren circa, würden sie heute nur um eine Sekunde falsch gehen. Das sind Uhren, die sind so gut mittlerweile, dass die messen können, das Gravitationsfeld, wenn ich die hier laufen lasse oder nur einen Meter tiefer laufen lasse, würden die leicht anders ticken über die Gravitationsrotverschiebung. Das sind enorme Genauigkeiten, die man mittlerweile erreicht hat in diesen Uhren, auch auf Basis dieser optischen Gitter, kalten Atome in diesen optischen Gittern. Und neben Ionenfallen sind das sozusagen die zwei heißen Kandidaten, die wahrscheinlich in der Zukunft die neue Definition der Sekunde dann auch bieten werden. Ich bin am Ende von meinem Vortrag. Ich habe hoffentlich Ihnen gezeigt, dass wir eine ganze Menge spannender Physik machen können mit diesen neuen Systemen, die uns Bose und Einstein vorausgesagt haben, mit der wir Materie absolut kontrollieren können, mit der wir Materie besser verstehen können, Materialeigenschaften besser verstehen können. Ich habe Ihnen viele Beispiele aus dem Bereich der Festkörperphysik gezeigt, wo es also um Materialeigenschaften geht, ein paar aus der statistischen Physik, Hochenergiephysik, aber es gibt in der Tat auch Ideen in der Kosmologie, Modelle für schwarze Löcher mit solchen Systemen zu machen und insbesondere als wunderbare quantitative Testfelder für Theorie dieser ganz komplizierten Vielteilchentheorien eben zu agieren, weil wir eben alles so gut kontrollieren und beobachten können. Und mit dem schönen Foto unserer Atome im Gitter und dem Psi lasse ich Sie und freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Manuel, ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Es ist unglaublich, was mit diesen Experimenten geleistet worden ist in der Zeit. Und ich denke, es kam auch schön heraus, dass tatsächlich Anwendungen daraus entstehen werden, die irgendwann mal unsere Navis oder unsere Computerspeicher beeinflussen werden tatsächlich. Nicht zu vergessen die Definition der Sekunde, die natürlich auch eine gewisse Relevanz hat. So, jetzt ist Zeit für Ihre Fragen. Bitte melden Sie sich und warten Sie, bis Mikrofone bei Ihnen gekommen sind, sodass wir Sie alle gut hören können. Und die erste Frage ist ganz hinten da auf der rechten Seite. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Wenn Sie von den Atomen berichten, die Sie in den Gittern fangen, mit welchen Atomen arbeiten Sie? Ist das überhaupt wichtig, welche es sind und wonach suchen Sie das denn aus? Gute Frage, ist nicht so wichtig, deswegen habe ich es auch nicht so hervorgehoben.
Denn im Unterschied zu einem realen Material, wo das natürlich wichtig ist, was für ein Atom das ist, was dann den Kristall bildet, sind die bei uns nur Stellvertreter. Die sind sozusagen nur ob es zwei Arten von Teilchen, Bosonen oder Fermionen, die im Prinzip sagen, ob die gerne zusammenrotten sich oder ob die eher Einzelgänger sind, das spielt eine Rolle für das Verhalten. Aber ansonsten sind die eher Stellvertreter nur für uns. Wonach wähle ich die aus? Ehrlich gesagt, meistens nach relativ praktischen Gründen. Gibt es da einen Laser, der die gut kühlen kann? Gibt es da einen billigen Laser? Okay, das hat ganze Zeit lang getrieben, warum Sie fragen, ich habe von dem Rubidium-Atom mal erzählt. Das hat einen Übergang bei 780 Nanometer und das war eben eine ganze Zeit lang die Wellenlänge der CD-Brenner. Erinnert sich kein Mensch mehr dran, aber CD-Brenner gab es eben extrem leistungsfähige Laserdioden, die sie für 10, 20 Dollar kaufen konnten, ja, und damit konnten sie extrem gut das Laser kühlen für wenig Geld. Also das hat dann oft ganz pragmatische Gründe, aber heutzutage muss man sagen, wir arbeiten mit ganz vielen verschiedenen Atomen momentan. Und wenn man so das Periodensystem anguckt, dann füllt sich das immer mehr sozusagen mit Orten, man hat mittlerweile extrem viele der Elemente eigentlich schon gekühlt, lasergekühlt in den Systemen. Wir schauen hier vorne in der ersten Reihe. Moment, es kommt. Sie haben die spontane Symmetriebrechung und das Higgs erwähnt. Ist das aber wirklich ein Higgs oder eher ein Goldstone-Boson? Nee, es ist kein Goldstone-Boson, es ist ein wirkliches Higgs. Und Sie sind ein Experte, das kann ich Ihnen gerne nachher erklären. Es gibt die Goldstone-Mode auch. Das Higgs, das ist in der Tat, weil Sie schon als Experte fragen, darf ich es beantworten. Das Higgs zerfällt in zwei Goldstone-Moden. Goldstone-Boson, das ist in der Tat der Kanal, wo man eben nicht wusste, ist das Higgs-Teilchen dadurch stabil oder kann es überhaupt stabil geformt werden? Ist der überdämpft, die Resonanz, oder kann ich sie als wirkliche Resonanz sehen? Es ist, wenn Sie ganz genau fragen, was ist es, dann ist es eine Oszillation des Ordnungsparameters, alle anderen bitte weghören jetzt, eine Oszillation der Amplitude des Feldes, des makroskopischen Feldes, ohne Dichtemodulation, das heißt keine Schallwelle. Dichtemodulation wäre die Schallwelle, die gibt es auch als andere kollektive Anregung, aber hier ist es eine reine Oszillation des Feldes ohne Dichtemodulation. Und es ist echtes Higgs-Teilchen, echtes Higgs-Boson. Hat auch eine Masse, ich kann auch eine Masse angeben davon. Ja. Etwas leichter als unser Higgs. Ein bisschen leichter, ja. So, weitere Fragen bitte. Hier gibt es noch eine. Da haben wir in der zweiten Reihe. Und dann, ich habe schon gesehen, in der Mitte, genau. Ich hoffe, dass die Frage jetzt nicht doof ist. Ich komme nicht aus der Physik. Sie hatten vorhin von den Kopfhörern gesprochen, die dann die Schallwellen von draußen quasi aufnehmen und dann, also Schallwellen produzieren, die dann dafür sorgen, dass es eben ausgeglichen wird. Und ich habe mich gefragt, ob das Kopfhörer sind, die auch Musik abspielen und ob die Musik, die dann ja auch Schallwellen produziert, ob es dann nicht dann auch zu Interferenzen kommen kann? Ja, die darf das natürlich, die muss die Schallwelle, das ist eben so trickreich gemacht, dass das nur die Schallwelle auslöscht, sozusagen die von außen kommt. Aber in der Tat tut es meistens auch ein bisschen den Dynamikbereich der Kopfhörer schon verändern. Also den besten Klang hätten Sie, wenn Sie in einem absolut ruhigen Raum wären, ohne dieses Noise Cancelling. Ich weiß nicht, ob Sie es manchmal, es gibt ja die Kopfhörer, wo Sie es aus- und anschalten können, und setzen Sie sich mal in einen ruhigen Raum und setzen Sie es an, dann hat das schon ein bisschen einen Einfluss auf die Musik schon. Also ich merke das, oder bilde mir zumindest ein, dass ich es merke. Oder man merkt manchmal, wenn es das nicht richtig aufnimmt, dann quietscht es auf einmal oder so, wenn man drauf liegt. Manchmal schlafe ich im Flugzeug ein auf den Dingern und dann bewegt man sich und dann quietscht es auf einmal, weil es dann auf einmal nicht mehr richtig das aufgenommen hat und nicht mehr richtig ausgelöscht hat und auf einmal sogar vielleicht konstruktive Interferenz an meinem Ohr erzeugt hat und dann kommt das Fiepsen dann zustande. Ja. Danke. So, jetzt der Herr in der Mitte, links, genau. Und dann, ich schaue mal, oben gibt es auch, okay. Ja, ich habe eine Frage, ich bin kein Experte, aber Sie haben mir nochmal erläutert, den
auch den Wellencharakter von Materie. Und in der Interferenz konnten sie ja nun eine Addition erreichen im Limit oder auch eine Subtraktion oder ein Null. Und wenn ich mir vorstelle, Materie kann ich als Materie vorstellen, allerdings also als Wellencharakter. Und wenn es möglich ist, das auszuschalten, kann ich doch damit tatsächlich Materie vernichten. Und dann denke ich mir gerade, Ursprung unseres Weltalls, also muss doch aus dem Nichts wieder was passieren. Was ist dann eigentlich aus dem Nichts, wenn vorher wirklich etwas da war, wenn man es so betrachtet? Sehr, sehr gute Frage. Leider ist es mit der Interferenz so, wenn es Orte gibt, wo es destruktiv interferiert, wo es sich auslöscht, dann gibt es zwingend andere Orte, wo es konstruktiv interferiert. Das heißt, wir können nicht wirklich Materie komplett im Universum auslöschen. Wir können nur erreichen, dass an bestimmten Punkten die ausgelöscht wird, dafür aber an anderen Punkten auftaucht. Ja? Wenn Sie sich das nochmal anschauen auf den Wellen, dann so das Bild war vielleicht ein bisschen zu vereinfacht, was ich gezeigt habe, aber es ist immer so, wenn wir über Interferenz reden, wenn wir Orte destruktiver Interferenz haben, muss es Orte konstruktiver Interferenz auch geben. Ja? Und deswegen geht es leider nicht, was Sie sich vorgestellt haben, aber absolut gute Frage, ja. Ich sehe Sie hier unten, wir gehen aber gerade mal in den ersten Rang und dann kommen wir wieder zurück. Die erste Reihe links, dort oben der Herr. Können Sie mich hören? Ja. Eine Frage, Sie haben so schöne Visualisierung. Ich sage mal hier auch gerade diese Memory-Täfelchen. Wie kann man denn gewährleisten, dass das auch so schön aussieht? Weil ich kann mir vorstellen, bei Aufzeichnungen, wie immer Sie das machen, da gibt es ja Wechselwirkungen, die vielleicht zur Veränderung führen von dem Phänomen, was man zum Schluss gerne zeigen möchte. Sie meinen, das Bild, ja, zum Beispiel dieses Bild, das hier ist relativ Rohdaten, das ist jetzt gar nichts dran gemacht, außer, dass ich eine Farbskala drüber gelegt habe. Sie sehen auch, das rauscht auch ein bisschen, so sind halt die Daten im Hintergrund, so ganz perfekt ist es nicht. Aber sozusagen jedes Atom hebt sich doch deutlich davon ab. Und also diese Rot-Gelb-Skala, die habe ich natürlich künstlich drüber gelegt, dass es ein bisschen schön aussieht. Im Prinzip kriegen wir nur Hell-Dunkel-Informationen. Da, wo ein Atom ist, da leuchtet es sehr stark. Und da, wo keins ist, da müssen wir dafür sorgen, dass nichts anderes ist, was da leuchtet. Und das ist sozusagen unser Hintergrund, wie wir das nennen. Und um einen möglichst guten Kontrast zu haben, probiere ich natürlich das so zu optimieren im Experiment, dass ich wirklich nur das Signal von den Atomen optimal aufnehmen kann. Aber das sind alles die Bilder, die ich gezeigt habe, auch die von den einzelnen Atomen, das sind mehr oder weniger unsere Rohdaten. Da ist also nicht außer der Farbskala, wenn ich zum Beispiel nochmal dieses hübsche Bild, das zeige ich Ihnen nochmal hier, dieses Bild hier, ja, wo Sie die einzelnen Atome leuchten sehen. Das ist im Wesentlichen ein Schnappschuss mit der CCD-Kamera aufgenommen von diesen leuchtenden Atomen. Wenn ich aber jetzt die Kamera verwende, dann verwende ich doch auch als Laie, sage ich mal, bestimmte Wellen, die dann wieder meine Umgebung beeinflussen. Ah, guter Punkt. Jetzt kommen Sie auf einen ganz trickreichen Punkt in der Quantenmechanik. Wenn immer wir nachschauen in der Quantenmechanik, gibt es eine Veränderung? Zerstören wir den Zustand. Genau, ja. Das meine ich. Und da geht kein Weg dran vorbei, auch nicht mit unserer Methode. Jetzt komme ich nochmal zurück auf dieses große Psi vom Anfang. Und also, wenn wir sowas erzeugen, so ein Psi, was eine Überlagerung von verschiedenen Zuständen ist, und wir machen ein Foto von diesem Psi, dann werde ich nur eine der Konfigurationen sehen. Welche ist völlig zufällig bestimmt? Das kann ich nicht voraussagen. Ich kann nur sagen, aufgrund dieser Zahlen hier kann ich sagen, welche Konfigurationen sind wahrscheinlicher und welche sind unwahrscheinlicher. Aber jetzt kann ich umgekehrt hingehen und sagen, okay, ich nehme einfach im Experiment auf, wie oft kommt die Konfiguration, wie oft kommt die Konfiguration, wie oft kommt die andere. Und darüber und noch leider viel mehr andere Sachen, die ich brauche, kann ich was lernen über diese Wahrscheinlichkeiten, über diese Zahlen, die da stehen. Aber jedes Mal, wenn ich ein Foto gemacht habe, ist das Psi kaputt. Dann ist es danach nur noch zum Beispiel, wenn ich das sehe, ist der Zustand in dem Gitter dann dieser Zustand. Und ich muss den ganzen Kühlsequenz, den ganzen Kühlzyklus muss ich neu durchlaufen. Die präparieren neu diesen Zustand Psi, bis ich dann das nächste Foto machen kann. Und so laufen unsere Experimente ab. Das dauert typischerweise so 20 Sekunden, 10 bis 20 Sekunden, wo wir jedes Mal sowas präparieren. Dann ändern wir die Parameter ein bisschen, um das System vielleicht anders verhalten zu lassen. Und dann machen wir ein Foto. Und so entstehen eben am Tag tausende von Bildern, die wir aufnehmen, wo wir tausende von solchen Schüssen haben und die müssen wir dann auswerten eben und gucken zum Beispiel, wie beeinflusst
das Teilchen, das hier drüben, wenn da so ein blaues Teilchen dazwischen sitzt? Solche Fragen können wir eben dann stellen. Ja. Aber Sie haben völlig recht. Der Foto, wann immer Sie es messen, ist dieser Zustand kaputt in der Quantenmechanik. So, jetzt hatten wir zwei Fragen in der zweiten Reihe hier vorne, die Dame. Auf dem letzten Bild hat man ja dann, also da hat man ja bei den verschiedenen Fotos waren ja dann verschiedene Atome. Wie viele Atome kann man denn gleichzeitig überhaupt jetzt momentan so anordnen? Also gibt es da irgendwie eine Beschränkung? Also wir ordnen momentan bis zu 1000 Atome, können wir anschauen. Wir arbeiten gerade an neuen Systemen, wo wir eine Größenordnung mehr machen können, 10.000. Das ist schon relativ viel für die Experimente, die wir machen wollen mit den Systemen. Die paar wenigen waren jetzt nur mal ein Beispiel, um zu zeigen, wie kann ich die konfigurieren letzten Endes, ja, dass ich sozusagen die volle Kontrolle habe. Aber typischerweise sind die Systemgrößen momentan ein paar hundert bis tausend Atome, wenn ich einzelne Atome sehen will. Und wir arbeiten, wie gesagt, dran, so das bis 10.000 Atome sagen, hoffentlich bald zu erweitern. Wenn Sie es vielleicht gerade durchgeben, genau, dann gehen wir auf die linke Seite. Ja, erstmal vielen Dank für Ihren interessanten Vortrag. Ganz am Anfang meine ich mich zu erinnern, Sie hatten etwas erwähnt von wegen Viren, dass man auch eben Viren beschallen könnte. Gibt es denn auch eine medizinische Perspektive für Ihre Forschung? Also bei den Viren durch den Doppelspalt wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, da geht es einfach wirklich nur um die fundamentale Frage, wie groß kann eigentlich so ein Objekt sein, dass wir dieses quantenmechanische Verhalten noch sehen. Kann es ein vielleicht lebendes Objekt sein, was sozusagen dann gleichzeitig durch diese beiden Spalte fliegt, im Sinne dieses Skifahrers, ja, den wir da haben. Also das sind Fragen, die Leute interessieren, die sich mit diesen fundamentalen Fragen der Quantenphysik beschäftigen. Wir verstehen, glaube ich, eigentlich ganz gut, wann dieses quantenmechanische Verhalten verloren geht. Insofern ist es nur eine Frage, glaube ich, wie gut man das System isolieren kann von seiner Umgebung, ob man es sehen kann. Das hat wahrscheinlich jetzt medizinisch keine Relevanz. Die optischen Pinzetten, die Methode, die ich Ihnen gezeigt habe, aber zum Beispiel um Atome anzuordnen, zu fangen in den Gittern, das ist in der Tat auch was, das nennt man in der Biophysik und der Medizin auch optische Pinzetten, wo ich sozusagen auch jetzt nicht nur Atome, sondern ich kann auch wirklich Zellen oder sozusagen umherschleifen, fangen in diesen lichtfokussierten Lichtfeldern, ohne sozusagen mechanisch die Zelle berühren zu müssen. Das wird in der Biophysik zum Beispiel sehr stark eingesetzt, ist eine ganz, ganz wichtige Methode da. Also ich würde sagen, eher Methoden, die hier entwickelt worden sind, die finden auch mittlerweile Anwendung da, aber jetzt direkt unsere Forschung wahrscheinlich eher nicht. So, ich sehe noch ganz viele Handmeldungen. Beginnen wir mal da hinten mit dem Herrn und dann die Dame davor als nächstes. Kann man mit Ihrer Messmethoden etwas über dunkle Materie erfahren? Also ich glaube nicht. Ich habe viele Vorschläge schon gehört, aber wahrscheinlich nicht über dunkle Materie, außer man baut sozusagen vielleicht mit genauen Uhren, ich weiß es nicht, da müsste man jetzt die Experten fragen, vielleicht kann man da was mit extrem genauen Uhren machen, bin ich zu wenig in der Materie. Also höchstens über die Seite, würde ich denken. Ja, in der Materie, ja, das passt. Ne? Das ist eine dunkle Materie. Ja. Unmittelbar davor, Dame auf der linken Seite. Ja, guten Abend. Eine Frage hat sich gerade bei mir ergeben, nachdem Sie dieses Bild nochmal gezeigt haben. Ich dachte vorhin, die Anzahl der Möglichkeiten besteht in der Anzahl der Atome, die ich jetzt von hier habe. Sie haben das und. Die Zustände selbst sind aber nicht gleich verteilt. Habe ich das richtig verstanden? Das hängt davon ab, was für ein Psi das ist. Die können gleich verteilt sein, es kann also alle gleich sein, dann wären diese Koeffizienten im Wesentlichen alle 1, sage ich mal, dann wären die gleich wahrscheinlich, diese verschiedenen Konfigurationen, die ich habe. Aber Sie sehen, es ist eben nicht linear in der Anzahl der Größe des Systems, sondern es ist, wie wir sagen, exponentiell. Und das macht es so schwierig. Das geht 2 hoch n. Wenn ich also jedes Mal ein Teilchen mehr habe ich die doppelte Zahl von Konfigurationen. Noch ein Teilchen mehr, wieder verdoppelt die Anzahl der Konfigurationen. Das sind also die Konfigurationen, sind jetzt alle Möglichkeiten, diese Magnete anzuordnen. Und wie die eben auftreten, wie oft die auftreten, das hängt eben von diesen Zahlen ab und das hängt jetzt ganz davon ab, was für ein Psi produziere ich im Experiment oder in meinem Materiesimulator, was produziert der? Das ist genau die Frage, die wir uns natürlich stellen. Wir stellen die Wechselwirkungen ein zwischen den Teilchen und wollen dann genau rauskriegen, was ist denn das für ein Psi, was da rauskommt.
Was für eine Eigenschaft hat das? Und das ist genau, was uns interessiert. So, zunächst mal der Herr hinten auf der rechten Seite. Wir kommen dann gleich auch zu Ihnen. Und ich schaue zwischenzeitlich auch nochmal nach oben, falls es dort Fragen gibt. Melden Sie sich bitte. Könnte ich Sie bitten, nochmal das letzte Bild zu zeigen mit den Memory-Karten? Das da? Ja. Ja. Sie sagten, man sieht den Untergrund, das Rauschen in dem Lichtfeld. Ich habe jetzt den Eindruck, in dem Q, in dem quadratischen, ist in der Mitte weniger Untergrundrauschen. Das sieht dunkler aus. Das ist hier? Das, ja, ist das okay. Physik? Genau, habe ich noch nie hingeschaut. Also ich glaube, beim Rauschen muss man immer vorsichtig sein. Rauschen kann zufällig mal dunkler aussehen, aber das kann völlig zufällig sein. Ja? Wenn, weil, und das ist leider in der Physik sind auch schon viele Entdeckungen in solchem Rauschen dann untergegangen, weil eben Leute Muster gesehen haben, genau wie Sie, die sich dann doch rausgestellt haben als doch einfach zufälliges Rauschen. Also man muss es halt aus einem, was man immer sagen sollte, aus so einem Einzelschuss darf man nicht zu viel ablesen. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt hier das Rauschen in der Mitte anschauen, müsste ich mir wirklich anschauen, wenn ich jetzt nochmal einen Schuss mache davon, wie sieht es da in der Mitte aus und nochmal. Und wenn es dann wirklich über 1000 Schüsse dunkler aussehe, dann könnten wir vielleicht überlegen, was da vielleicht los ist. Vielleicht ist dann doch was mit unserem Lichtstrahl, der wechselwirkt mit den restlichen Atomen hier, dass der irgendeine Abschattung bewirkt noch in der Mitte oder irgendwas passiert. Das müssten wir schauen. Ne? Aber in den Einzelbildern muss man immer vorsichtig sein mit dem Rauschen. So, jetzt müssen wir das Mikrofon wieder nach vorne bekommen, der Herr in der vierten Reihe. Ja, hallo, danke. Ich habe nochmal eine Frage zu der praktischen Umsetzung von diesen Experimenten, die Sie da machen. Also Sie haben ja erklärt, Sie haben diese optische Bank gezeigt, wo unzählige Laser drauf waren. Aber im Großen und Ganzen haben Sie zwei Lasersysteme, so habe ich das verstanden. Einmal das Lasersystem, mit dem Sie kühlen und einmal ein Lasersystem, mit dem Sie durch Interferenzen eben diese Muster erzeugen. Ja. Und jetzt ist die spannende Frage, betreiben Sie das gleichzeitig? Also halten Sie die Atome kühl, während Sie in diesem Muster gefangen sind? Könnten Sie das im Prinzip beliebig lange so gefangen halten? Oder müssen Sie die ersten Laser ausschalten, das Ganze wird wieder warm und der Zustand geht wieder flöten? Also fast alles ist wahr, was Sie sagen. erstmal sind es, also typischerweise in diesem Experiment sind es ungefähr 12 Laser, die gleichzeitig laufen müssen, das macht das Ganze komplex. Aber Sie sehen, das können wir eigentlich sozusagen typischerweise mit, das stimmt schon hier das Bild, das ist also nicht, sind so typischerweise 2 bis 4 Leute im Labor, die sowas dann aufrechterhalten können und die dann auch messen können. Und manchmal haben wir es auch so automatisiert mittlerweile, dass man zum Beispiel nachts dann komplett durchmessen kann, ohne dass jemand dabei ist. Wie lange können wir die Atome in den Gittern halten? Das hängt jetzt im Wesentlichen davon ab, wie stark die sich aufheizen, wie schnell die sich aufheizen und dann praktisch, stellen Sie sich das Lichtgitter wie ein Eierkarton vor. Der Kühlungslaser wird abgeschaltet, absolut, weil der Kühlungslaser würde durch die Streuung von Licht wie eine Art Foto wirken. Und Foto haben wir gerade diskutiert, das stört das System, das dürfen wir nicht machen. Wir dürfen also, das System müssen wir isoliert halten und dürfen nicht weiter kühlen eigentlich. Aber ich muss erst mal kühlen, mich anstrengen, so kalt zu werden, wie es nur geht, perfekte Kontrolle. Dann schalte ich meine Gitter an, wandle die Materie um in eine Phase in diesem Gitter und die gucke ich mir dann an. Und typischerweise kann ich die bis zu einer Minute, 2 Minuten halten in diesen Lichtgittern, bevor diese Heizeffekte wichtig werden. Und dann muss ich halt wieder neu starten. Ne? Genau. Die Dame auf der linken Seite. Ich schaue nochmal in den, insbesondere der zweite Rang ist sehr schwer für uns zu sehen. Ja, ich glaube, ich kann sprechen. Okay. Ja. Ich habe noch eine Frage zu der Negativtemperatur. Mein Laienverständnis sagt mir, dass der absolute Nullpunkt die Abwesenheit von Bewegung ist. Was ist da negative Temperatur? Das habe ich nicht ganz mitgeschnitten. Ja, genau, bei negativen Temperaturen, genau, wir müssen erstmal uns verabschieden von dem Konzept. Ich habe zwar gesagt, dass Temperatur Bewegung ist, aber das stimmt nicht ganz. Temperatur ist in der Physik, in der Thermodynamik anders definiert, nämlich, und jetzt werde ich ein bisschen formal, die 1 durch die Temperatur ist, wie stark sich die Unordnung im System mit der Energie des Systems ändert. Also wie stark wird das System ungeordnet,
Dafür haben wir ein Maß in der Physik, die sogenannte Entropie, wenn ich Energie zuführe oder abführe. Und so ist in der fundamentaleren Definition die Temperatur bestimmt. Und jetzt kann ich Systeme bauen, wo das in der Tat so ist, dass das negativ wird. Dieser Begriff, dass ich also zum Beispiel Energie zuführe. Und normalerweise, wenn Sie Energie zuführen, beim Wasserkocher steigt die Unordnung immer mehr. Es blubbert, es wird heißer, bewegt sich, Unordnung irgendwie steigt. Aber wir können eben hier Systeme, Quantensysteme künstlich machen. Das kannte man auch schon seit den 50er Jahren für magnetische Systeme, was bei uns neu war, dass man es wirklich für ein Gas machen konnte, wo man praktisch, wenn man Energie zuführt, wird das System anstatt ungeordneter, geordneter. Und das bedeutet in der Definition der Temperatur genau eine negative Temperatur. Also dieses mit der Bewegungssache ist eben so nur ein erster Punkt. Ne? Und dann ist es doch ein bisschen fundamentaler definiert. Es gibt eine Frage im ersten Rang auf der linken Seite. Ist an. Ja. Ja. Wenn die jetzt kalt sind und eine Minute lang kalt bleiben, die Atome, wodurch erwärmen die sich dann wieder? Gute Frage. Gibt es zwei Sachen, die man sagen muss. Es gibt einmal, stehen die natürlich schon in Kontakt mit der Umwelt, wodurch? Nämlich durch die sogenannte thermische Hintergrundstrahlung. Ja, wir haben sozusagen thermisch Licht im Raum, was eine gewisse Temperatur hat. Jeder Körper, schwarzer Körper, wie wir es auch in der Physik gerne nennen, wenn ich den auf eine gewisse Temperatur heize, da hat das Lichtfeld darin eine bestimmte Temperatur. Und dieses Lichtfeld wirkt irgendwann mit unseren Atomen auch. Und dieser Energieaustausch dauert aber so lange mit den Atomen, dass das relativ langsam vor sich geht, die Temperaturangleichung. Ja, weil wir arbeiten nicht in einem kalten, kryogenen System. Ich habe gesagt, wir sind alles bei Raumtemperatur. Alle Apparaturen sind bei uns auf Raumtemperatur. Das heißt also, diese Angleichung mit der Temperatur des umgebenden Lichtfeldes passiert, aber auf einer sehr langsamen Zeitskala. Viel schlimmer bei uns jedoch fürs Heizen sind ganz banale technische Sachen, wie stark wackelt der Laser zum Beispiel. Ja? Haben Sie, wenn Sie sich erinnern an das Video von Theo Hensch, wo Sie diese driftenden Interferenzmuster gesehen haben, das wäre die absolute Katastrophe für uns, ja, dann wird es sozusagen ganz schnell aufheizen, aber so ein bisschen wackelt es eben bei uns auch, auch wenn wir probieren, das extrem klein zu halten. Und dieses bisschen Wackeln in diesem Eierkarton, der in der Lichtgitter ist, das sorgt eben dafür, dass es doch aufheizt dann. Ja. Und wir probieren das natürlich technisch, das ist oft eine technische Frage, das so klein wie möglich zu halten dann. Ne. So, jetzt ist eine Meldung hier. Auf der rechten Seite, der ja. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie das funktionieren soll, dass diese ganze Methode als Speichermedium wie auf einer Festplatte funktionieren kann. Denn dazu brauche ich ja dann quasi dauerhaft Licht, Laserkühlung und so weiter. Wie wir der Information reinbekommen, ist ein ganz schwieriges Problem. Sind Quantencomputer und Quantenrechner wahrscheinlich auch nicht sehr optimal dafür, wenn ich große Datenmengen da effizient reinkriegen will. Das ist gar nicht so einfach. Aber ich kann natürlich, wenn ich einen bestimmten Zustand erzeuge, ist natürlich darin eben diese, muss ich, oder um den abzubilden, muss ich eben diese verschiedenen Koeffizienten aufschreiben können. Das heißt, das System an sich trägt diese Information schon. Ja, aber Sie haben natürlich in der Tat einen wunden Punkt aufgeschlagen, der in der Tat schwierig ist bei Quantenrechnern, nämlich große Datenmengen wirklich einzulesen und effizient abzuspeichern. Das heißt, man probiert eigentlich eher was anderes zu machen. Man probiert Probleme, die große Datenmengen aufwerfen, wie zum Beispiel Simulation von Festkörpern oder von Molekülen, um Medikamente zu machen, zum Beispiel in der theoretischen Chemie, probiere ich gleich schon diesen Zustand Psi, der so kompliziert ist, wo so viel Information drinsteckt, dass ich ihn gar nicht auf einem klassischen Rechner abspeichern kann, den probiere ich sozusagen in dem Quantenrechner zu erzeugen, ja, durch verschiedenste Methoden. Ja, und nicht, indem ich Informationen raus und rein lese aus dem Rechner. Ja. So, jetzt gibt es eine Frage ganz hinten links. Auch noch mal kurz zu der Serverfarm am Anfang. Warum ist der Speicherbedarf so groß? Weil wenn Sie, ich sage jetzt mal, die Spins von 40 Atomen speichern, brauchen Sie eigentlich auch nur 40 Bits. Nee, eben nicht. 2 hoch 40. Okay. 2 hoch 40, weil es 2 hoch 40 Konfigurationen dieser Spins gibt. Und das System kann alle diese Konfigurationen gleichzeitig annehmen. Das ist genau das Problem. Diese exponentielle, dass sie eben nicht linear
in der Anzahl der Spins sind. Es wächst nicht sozusagen linear mit der Größe, sondern exponentiell. Das heißt, 40 Spins brauchen 2 hoch 40 komplexe Zahlen, die ich abspeichern muss. 300 Spins brauchen 2 hoch 300 komplexe Zahlen, die ich abspeichern muss. Probieren Sie mal 2 hoch 300 einzutippen auf Ihrem Taschenrechner. Also klassisch natürlich wären 40 Spins ausreichend, ja. Aber nicht für diesen Zustand. Ja. Genau, klassisch natürlich schon, aber hier in dem Psi treten die ja gleichzeitig auf. Das ist das Schwierige. Ich muss ja, um überhaupt nur diesen Zustand, den die Natur annehmen kann, überhaupt nur abzuspeichern, brauche ich diese 2 hoch 40 Zahlen. Damit habe ich noch gar nichts ausgerechnet, nur um diesen Zustand auf einem klassischen Rechner abzubilden. Weitere Frage im ersten Rang. Erste Reihe in der Mitte. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Wenn man jetzt dann das als Festplatte benutzen würde, dann könnte man das doch eigentlich nur einmal ablesen, weil dann würde man ein Bild machen und es damit zerstören, oder? Absolut, Sie haben völlig recht. Deswegen schlage ich auch nicht vor, das als Festplatte zu benutzen, sondern es war nur ein einfaches Beispiel, um zu zeigen, dass wir in der Quantenmechanik dieses System gleichzeitig verschiedene Konfigurationen annehmen kann. Und Sie haben auch einen wunden Punkt gelegt oder einen wichtigen Punkt, wie eigentlich solche Quantenrechner funktionieren, denn wenn ich sozusagen, oft hört man, ja, da habe ich ja alle Konfigurationen gleichzeitig vorliegen, dann mache ich alle Rechnungen für all diese Konfigurationen gleichzeitig, aber wenn ich messe, kriege ich ja immer nur ein Ergebnis. Wenn ich messe, kommt immer nur entweder das oder das oder das eine dieser Konfigurationen raus. Wenn ich einmal messe das Ding, kommt immer nur eine Konfiguration raus. Das heißt, ich muss mir geschickte Rechenmethoden überlegen, wie ich trotzdem aus diesem Überlagerungszustand ein Rechenresultat bekomme, was bei einmaligem Auslesen schon eine Antwort liefern kann, die besser ist, überlegen ist einem klassischen Rechner. Und das sind genau solche Fragen, mit denen sich Theoretiker beschäftigen, die solche Quantenalgorithmen entwickeln. Wie nutze ich das? Diese Gleichzeitigkeit, die ich im Prinzip in Quantensystemen habe, um für bestimmte Anwendungen, nicht für alle, für bestimmte Anwendungen eben einen Vorteil zu erzielen. Und es ist für viele Fälle, die vielversprechend sind, auch überhaupt noch nicht klar, ob es wirklich einen Quantenvorteil gibt in solchen Rechnungen, muss man auch klar sagen. Ja. So, ich sehe jetzt im Moment keine ganz dringenden Fragen mehr. Sie dürfen gerne, wenn Sie weitere Fragen haben, im Anschluss auch noch nach vorne kommen. Ich würde an der Stelle gerne dann die große Fragerunde unterbrechen. Dir nochmal ganz, ganz herzlich danken für den tollen Vorschlag. Wir haben auch etwas Quantenphysik hier in die Kasten gepackt. Ganz herzlichen Dank nochmal. Das war die Physik im Theater am heutigen Abend. Bevor ich Sie in den wirklich warmen Sommerabend entlasse, möchte ich auf den nächsten Vortrag hinweisen. Der wird stattfinden am Samstag, den 14. September, dann wieder im kleinen Haus im Rahmen des Mainzer Wissenschaftsmarktes. Bis dahin, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sommer. Bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut.